Leute, League of Legends Time. Diesmal ein volles Team zusammen mit Robin, Mirko, Mandy, Wirt und Mia. Auf geht's. Ja, wir haben heute die Creme der Creme der LoL-Spieler von Rocket Beans versammelt. Die Zeit haben. Davon die Creme der Creme, so. Genau, das haben wir vor. Wir spielen jetzt ein paar Runden Flex Queue, würde ich sagen, dass wir auch die Bonobos auf unserem Level abgrasen können. Sofern das überhaupt geht, müssen wir mal gucken. Mhm. Und ja, genau. Ich würde auch sagen, wir starten einfach direkt rein. Könnt ihr mal so nebenbei noch ein bisschen quatschen, während wir schon mal reingehen. Wie eure Erfahrungen so mit LoL sind. Bei Robin habe ich gehört, bei ihm ist es schon wieder Ewigkeiten her, dass er aktiv gespielt hat. Schon mal als Vorwarnung, ich bin wahrscheinlich super schlecht. Es macht aber nichts, weil ich habe ziemlich viel Spaß dran trotzdem. Ich habe vor vielen Jahren LoL gespielt. Ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, aber es gab ja diesen ersten Hype um LoL. Ja, genau. Da war ich dabei. Dann habe ich lange, bestimmt 5, 6 Jahre nicht gespielt oder sowas. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl, was das angeht. Und jetzt vor 2 Monaten wieder angefangen durch unseren wunderschönen Marco Giesel, der irgendwann mal gesagt hat, ja, spiel das doch einfach mal, das ist voll super. Und dann habe ich halt gedacht, ja, komm mal da rein. Und habe ein paar Matches gemacht und festgestellt, dass ich ziemlich schlecht bin. Und die Rest der Welt hat sehr viel LoL gespielt, während ich nicht gespielt habe. Ja gut. So, gute Voraussetzung für heute, ich freue mich schon. Ja, wir kriegen es zwischen den. Alter, es ist wie Fahrradfahren so ein bisschen. Nein, eigentlich nicht, aber... Geht so. Es ist nur wie Fahrradfahren, nur dass zwischendurch mehr Räder dazugekommen sind, mehr Lenkräder, mehr Sitze und die Umgebung hat sich geändert. Ich fühle mich total alt. Ja, ich glaube, wir sind LoL-Boomer. Ja, das Grundspiel ist immer noch das gleiche. Name für uns, die LoL-Boomer. Ja. Ihr seid übrigens auch dabei, hier ist der Chat, ne? Wenn ihr irgendeinen geilen Comment habt oder irgendwas komplett Failiges bei uns abgeht. Kann ich da auch rein kommentieren? Ja. Kannst du machen. Wenn du in den Rocket Beans Chat gehst. Ja, Mirko, jetzt muss ich mich anmelden. Du hast erzählt, 3, 4 Jahre kein LoL gespielt, aber... Bei mir ist es gar nicht so lange her. Ist eigentlich jetzt rausgekommen, jetzt interessiert mich das. 2.9, glaube ich, Beta, 2.10... Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal her ist, aber ich habe tatsächlich auch jetzt schon ein bisschen länger nicht gespielt, aber ich habe auch noch mal jetzt im Vorfeld halt reingeguckt und bin auch jetzt in den letzten Monaten vermehrt eher bei TFT und Legends of Runeterra unterwegs gewesen, also dem League of Legends Universum treu geblieben. Aber ja, es wird schon klappen. Ja, ich denke doch auch. Genau, mit Mandy habe ich dich derweil schon mal ein bisschen gespielt. Ist semi gut verlaufen. Optimierungen sind noch drin. Ja. Aber wie lange spielst du schon? Du bist hier eher die jüngste LoL-Erfahrene, sage ich mal. Ja, seit die LoL-Jahre sind die wenigsten. 6. Spiele ich. Wie viele Seasons gibt es? 10. 10. 10, okay. Also seit 3 Jahren spiele ich im Prinzip. Wir können schon mal Go machen, ja. Ja. Nichts. Okay. Ja, was ist deine Rolle? Botlane. Also wir haben uns natürlich wie Profis hingesetzt, Toplane bis Support durch. Ganz unten. Ja, so. Und wie jetzt? Ja, aber sie spielt zwar erst seit ein paar Jahren, aber ich glaube, sie hat das höchste Level von uns, oder? Das stimmt. Das war nicht. Meine Hochphase war auch zu Zeiten, da gab es bloß Level 30. Ja, ist bei mir genauso. Ja, genau. Da war der Cap und dann ich dachte so, okay, ja, gut, ist da damals habe ich auch gespielt. Ja, good old times. Mit dem gestern wieder das schöne Video vom alten Graves gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kanntet. Den Jungler Graves? Nee, den ADC Graves. Oh ja. Mit Mafia-Skin. Mhm. Ich hatte Tränen in den Augen, weil die so schön waren, die Autotext. Alle waren waren okay, gut. Nämlich ich. Okay, ich habe schlecht aufgepasst. Wer ist nochmal wo von euch? Wer spielt welche Rolle? Okay, nochmal zur Erklärung. Top Lane, du bist Jungle. Ich bin Jungle. Mirko Mitte. Ich bin Manny ADC und wir Support. Okay. Ich muss mir den Bann. Fuck. Garen raus. Martin, kein Jungle. Ja, ich muss ja den Leuten ja auch ihre Rollen überlassen. Wenn die schon nicht so aktiv spielen, dann möchte ich ihnen ja auch nicht ihre spaßigen Rollen mitnehmen. Und du bist, wie viel spielst du so? Ich habe dich ja gesehen auf dem Stream, du warst eigentlich... Sag bitte nicht. Du warst ziemlich gut, deswegen hoffe ich, dass du uns gut geben kannst. Ja. Teach me, Senpai. Ja, es geht so. Also ich spiele auch seit Season 1, seitdem Yorick released wurde. Muss hier noch los. Genau, Flash. Flash, Flash. Ja. Smite habe ich schon, das ist Flash. Genau. Ist das das? Na egal. Brauchst du Hilfe bei den Runen oder bist du da? Ich glaube, die habe ich immer mal voreingestellt und die habe ich aus dem Internet, deswegen. Ein anderer, schlauerer Mensch hat sich darüber Gedanken gemacht, also keine Sorge. Okay. Sehr gut. Ja, genau, bei Fragen gerne auf mich zukommen. Ich bin aktuell wieder gut im Saft. Das wollte ich wissen. Genau das.
Ja, aber schön. Da gib mir doch mal schon Tipps für Jungle. Also ich habe jetzt vor 2 Monaten angefangen zu junglen. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ich habe so ein bisschen den Pfad im Kopf, sage ich mal. Ich weiß, welche Aufgaben ich habe und so weiter. Aber ich finde meistens nicht so den perfekten Zeitpunkt zum Ganken. Also ich gehe halt einfach hin, guck, ob da was geht. Und meistens geht halt aber nichts. Das ist so immer so mein Resümee. Immer wenn ich andere Jungler spielen sehe, die gehen da hin und machen einfach direkt einen Gank. Ich denke immer, ja, aber ich gehe da hin und dann funktioniert es einfach nicht. Also die sind dann meinetwegen am Arsch der Welt oder direkt unterm Tower. Ja gut, das kommt mit der Erfahrung natürlich. Das Wichtigste aktuell im Jungle ist halt wirklich, dass du farmst, wenn du siehst, dass keine Lane gankable ist, dass du nicht erst hinläufst zur Lane, weil es verschwendete Zeit ist. Ich werde immer geflamed, wenn ich es nicht mache. Ja gut, aber das ist ja auch Bronze oder Silber, keine wo wir Ahnung, hier spielen. Das ist was anderes. Die verstehen das Spiel nicht so, wie es gespielt werden sollte. Okay. Aber du musst ja auch mitleveln und es ist ja, Quatsch, wenn du irgendwo hingehst, nichts bekommst an Kills oder Assists und dann einfach 3 Camps behind bist und ein komplettes Level. Der gegnerische Jungle nicht einfach im 1 gegen 1 auseinander. Was hältst du von Invaden? Oh, kommt drauf an. Jetzt mit der Combo könnte man es fast machen. Und Twitch ist eigentlich ist bestimmt. Heißt fast machen, wir wollen es ausprobieren oder wir lassen es? Natürlich kann man hier komplett random invaden, ist klar, aber im besten Fall machst du es, wenn deine Lanes ein bisschen Druck haben, die gegnerischen Vasallen gut an den gegnerischen Tower bringen, dass die Gegner nicht so schnell von ihrer Lane moven können, weil sie sonst extrem Minions und damit XP und Gold verlieren. Dann kannst du ruhig invaden gehen und ohne Gefahr, dass irgendein Laner zu dir stößt und dich wegknallt. Ja. Was sagt der Chat da nebenbei? Habt ihr schon irgendwelche hilfreichen Tipps für uns Lelix? Was ist das für eine Sprache, Englisch? Oder meinst du das, was wir sprechen? Keine Ahnung. Yasuo, bester Champ, no flex. Mhm. Never gank a losing lane. Genau. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Man soll einfach den Leuten helfen, die gut sind, um die zu pushen. Ne? Ja, und Objectives zu kriegen, um die drumherum. Ja, verstehe. Und zum Beispiel gerade bei einem Mordekaiser, den zu ganken, ist recht ineffizient. Der zieht mich einfach in seinen Kackram, verprügelt mich dort. Und in seinen Kackram. Twitch ist Jungler. Heißt das auch so? Ist das neu? Ja, das ist der Fachbegriff. Das ist sein Kackram. Also Twitch Jungler könnte ein Fehler sein. Nee, das gibt's schon länger. Ja, schon. Ja. Twitch doch. Ich habe nämlich gerade noch überlegt, weil Echo ja auch dabei ist. Und deswegen dachte ich eigentlich, Echo wäre der Jungler. Nee, Echo ist auch momentan so nervig. Ich blick da gerade gar nicht durch. Echo ist stark, aber Echo ist aber Jungler. Zu spät. Das ist lollisch. Ach stimmt, ach deswegen. Wir sprechen hier eine Kombination aus Deutsch, Englisch und LOL. Also Taric und Jinx, dann Botlane, ne? Mhm. Jo. Jo. Na gut. Welche Leute haben ihren verdammten Flash bitte nicht auf F? Ich verstehe auch nicht. Ja, yes, ich auch nicht. F für Flash. Mhm. Jo. Twitch Jungle ist PNDS. Ja, gerade hier könnte das vermeiden werden. Ich glaube, den Jungler mit Tricking Items. Doch, habe ich. Okay. Mordeschmeißer. Okay, du hast schon mal viel gejungelt, ne, Manni? Das ist meine Main-Rolle, genau. Aber siehst du, okay, dann kannst du mir direkt helfen. Wann macht es Sinn, unten anzufangen und wann macht es Sinn, oben anzufangen? Was bestimmt auch ein bisschen vom Helden abhängt. Gut, genau. Aber zum Beispiel jetzt fange ich unten mit Warwick an. Das macht schon Sinn. Aber mit Warwick hast du sogar die Auswahl, wo du anfängst, weil du halt nicht low droppen kannst, so richtig. Der hielt sich so krass gegen. Es ist hier eher der Speed, der die Sache ist, wenn du Botlane hast, die dir, wo dir beide helfen, geht halt so ein Red Buff extrem schnell kaputt. Ja, es ist ein bisschen doof, dass wir hier so Fachjargon benutzen. Oh, da versucht jemand. Könnten vielleicht mal eine Folge machen, wo wir so ein bisschen die Basics beim nächsten Mal. Oh, da ist der erste Geisel. Die Marlin-Loll-Schule. Ja, wir hatten eigentlich auch eine Challenge wert, ne? Immer wenn ich einen Gang schaffe, musst du dabben. Bra! Ja. Es gibt noch Dialekte Lellisch und Lullisch. Lullisch. Was? Kenne leider nur 2. Ach, keine Ahnung. Wollen wir ein bisschen Tryhard gehen oder einfach so Freestyle, ein bisschen quatschen nebenbei? Also ich versuche gerne erstmal das Spiel wieder zu verstehen und wieder reinzukommen. Also wenn wir gewinnen, aber können wir ruhig Freestyle. Ein bisschen rappen nebenbei. Ja. Du machst einfach mal die Ansagen am Anfang. Ja, du erstmal schön ein bisschen hochfarmen. Mitte ist eigentlich fein, maximal Bot, wenn man ein bisschen was kaputt machen kann. Dann sollte das gehen. Dieses Mausklicken ist extrem befriedigend. Yeah. Oder? Okay, das reicht noch. So, gehe ich jetzt erst zu den Crux oder gehe ich jetzt sofort zu den. Du kannst ruhig zu den Crux. Also, es ist eh Mandy, hör auf den Zuschauer. Warte, der hat doch den Twitch oben an. Du machst den Harakiri-Weg. Twitch hat oben angefangen beim Red Buff. Ich versuche euch so ein bisschen. Ich meine, Top-Lane ist ein bisschen doof für Map-Awareness sammeln, weil man hier viel hauen muss. Und hättest du den Haken? Ach, ich hätte das schon bei mir.
Mann, ey. Ist doch immer erstaunlich, wie schnell dieses Spiel überfordert, wenn man das nicht so regelmäßig macht. Ja. Ja gut, damit hätte ich eigentlich rechnen können, verdammt. Hatte ich ja vorhin gesagt, die Map verändert sich. Das mit dem Dragon ist wirklich neu, dass die Bot- und Top-Lane mittlerweile diesen Raucher-Ecker, die Martin gesagt hat. Noch gekriegt. Nein. Was ist bei euch hier so los? Kann mir jemand erklären, warum Spieler eigentlich dauerhaft ihre Spielfigur bewegen? Das ist so ein bisschen wie beim Joggen, wenn du an der Ampel noch so ein bisschen warm bleiben willst. Das ist auch bei, keine Ahnung, wenn man mal so Speedruns anguckt, die haben ja auch in den Ladezonen immer das Rumklickern. Steht zeichen mit dem Q. Ach, fuck, ist dumm. Immer in Bewegung bleiben. Ja, genau, einfach mal in Bewegung bleiben. Ist auch besser, um zum Beispiel Skillschutz auszuweichen, wenn der Gegner nicht sieht, dass du auf der Stelle die ganze Zeit stehen bleibst und dort mit hinballert. Und weil es cool aussieht, alle, wenn man sich so dreht, der Umhang dynamisch. Schön. Scheiße. Ah. Ab wann sollte man als Jungler zurückgehen? Wenn du entweder was kaufen kannst, was dir einen guten Power-Spike gibt. Mhm. Also zum Beispiel bei dir einen Tiamat oder sowas, dass du schneller einfach die Camps clearst, nicht die Waves. Oder Red Smite abhast, was im 1 gegen 1 immer hilfreich ist. Oh. Mitte wird gegankt. Damit man nicht einschläft. Anscheinend kommt Fitch jetzt runter. Deiner? Moment. Nein. Mal ein bisschen konzentrieren hier, ich hab 7 Creeps, ist mega schlecht. Fitch ist wahrscheinlich unten, ne? Hab ich aber mit Dorads Bait angefangen, ich bin ja komplett braindead. Okay, Jinx wieder. Hä? So. Ich hab meine Rune irgendwie durcheinander gebracht, glaube ich. Warum habe ich denn Electrocute auf 6? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich rede davon, wenn man nicht direkt an der Front ist. Aber du bist halt einfach entspannt, du. Willst ja auch warm bleiben dabei. Schon mal reingehen, auch in die Maus. Ist ja, wieder da. Wir spielen ja hier mit einem anderen Setup, nicht mit unserem gewohnten Setup. Das ist immer schon mal ganz gut, so ein bisschen umzuklickern. Umklickern? Ah, lecker. Shit. Oh, ich dachte, er will mich. Können gerne mal in der Wave kämpfen, wenn du Bock hast, Junge. Das macht keinen Sinn, ne? Mordekaiser Gang macht keinen Sinn. No, vor Level 6 schon, danach shit, ist gut. Ich werde den Dicken nehmen. Laufen. Oh, nein, nee, 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 alles gut. Mach den, mach den. Das ist halt auch noch so ein Ding, wenn man halt lange raus ist, die ganzen Helden, die dazukommen, ich kenne die teilweise noch gar nicht. Ich muss mir die ganzen Fähigkeiten immer erst reinziehen. Weil sonst traust du dich ja gar nicht richtig, gegen die zu kämpfen. Achtung. Jo. Genau. Ich glaube, es ist das Spiel extrem anfängerunfreundlich. Einfach 100, das sind 35 Champions. Sehr, und weil auch die Community nicht sehr hilfreich ist. Das stimmt, die hilft also, ja nicht sonderlich. Die ist sehr giftig. Meinst du? Ja, die LoL-Community. Und sehr viele haben Schlümpfe. So. Ich brauche einfach eine Potion noch. Soll man langsam auf Jinx gehen gleich? Aber nicht, nicht der Unterweg reingedrückt ist bei uns. Okay, siehst du, das ist doch schon mal ein Tipp. So sagen, sie steht auch immer sehr brav neben Tarek. Ja, Botlane ist halt recht nah an ihrem Tower, dadurch ist das ein bisschen gefährlich. Ja, man kann natürlich für einen Dive gehen, aber gerade wenn man noch nicht so erfahren ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Müssen wir nicht, ist nicht nötig zu diven. Sofern du nach dem. Ach, hast du noch nicht. Wenn du gleich einen Tiamat abhast, dann kannst du ruhig in die Base gehen. Und den hast du, glaube ich, sogar schon ab, weil du nur die den Beat stimmt, hast. Ich glaube, ich habe den schon, ne? Ich kann auch auspushen und ich meine, klar bist du halt noch gut am Leben, aber durch das frei. Bist du halt viel, viel schneller im Jungle und kannst halt auch schneller wieder ganken. Oh. Okay, Doggy, habe ich. Ich gehe jetzt mal in die Mitte, hast du gesagt, obwohl jetzt ist er auch schon wieder weggegangen. Ja, genau. Scheiße. Ja. Bin ich Drain Control ein bisschen sicher mit Wards? Geh rauf. Mitte ist weg, ist aber wahrscheinlich einfach zurückgegangen. So. Ja. Warum macht denn der so viel Schaden? Noch kein Fußbot, ey. Ist geil. Wahrscheinlich kommt gleich Twitch nach unten. Der sieht bestimmt den Gang. Ach, oh, shit. Oh, Mandy. Oh. Nein, ich wollte doch gerade zu euch. Ich habe euch gerade gelobt. Tada. Oh. Echo ist Level 6 schon. Pass auf, wenn er gankt. Jo. Na gut. War das Miss? Shit, sag mir Outtake abgebrochen. Heute ist auch Miss. Wie sind sie beim Dragon? Kannst du vielleicht beim Dragon warden kommen? Ja, mach ich gleich. Aber da war gerade keiner. Könnten auch bei mir oben rum. Selber da. Pinnen. Da ist er schon. Ah, shit. Ja, oben, ne?
Ja, ich bin raus, alles fein. Dann muss ich halt flashen. Okay. Wenn nicht, ziemlich auf zurück. Alles aber gut. Dann könnte ich jetzt schnell versuchen, den Dragon zu machen. Genau, aber wenn Hotline noch helfen kann. Ja, ich komm mit helfen, bevor ich dann abhau. Muss ich back eigentlich nicht? Ja, doch, okay, kann gerade eh nichts machen. Wenn der gute Twitch da oben rumgurkt irgendwo. Ja, dann könnte doch schon. Botlane könnte zu uns kommen. Ja, sind, vielleicht pushen jetzt von unten, ne? Wer weiß, ja, vielleicht checken die das, dass wir gerade ein bisschen sneaken. Aber sieht noch gut aus. Ja, schon eine Weile kein Jax gespielt, das kaufe ich. Wir gehen mit. Ja, schön. Wir gehen mit. Tarik kommt, wir hätten eigentlich. Gut. Hängt der Chat oder ist hier gerade bloß tote Hose, Leute? Den langen Weg zurück. Okay. Okay, ja, ich habe noch nichts Sinnvolles gemacht in diesem Spiel, aber. Nee, hey, du hast den Dragon gemacht. Tote Hose. Achtung, Mandy. Ja, könnt ihr mal in den Chat schreiben, wie es euch lieber ist, ob wir uns konzentrieren sollen beim Zocken oder mit euch ein bisschen quatschen. Da wir jetzt mal hier zu 15, kann man schon mal so ein bisschen tryhard angehen, finde ich. Aber ihr seid natürlich auch geile Boys und Girls. Okay, Jinx hat gerade den Ward kaputt gemacht, das heißt, Terrakis war ganz allein. Da ist ein Pinky drin, hast du das gesehen? Oh, und Schelle. Da ist ein Pinky drin. Wo? Da. Alles klar. Was ist Block? Pinky? Pink Ward. Pink Ward. Ah, okay. Siehst du? Pinky. Mach den Pinky kaputt. Zum Beispiel gerade ist halt, du siehst halt, der Twitch hat versucht zu ganken, hat 32 CS zu deinen 48. Dadurch bist du halt Gold- und EP-technisch ein bisschen voraus. Ach, der Idiot. Anfänger. Okay, Ult ist ready. Ja, du hast keine noch mehr? Nee. Mitcher hat Ulti benutzt. Mitte, okay. Ulti benutzt. Wo ist eigentlich der Nautilus mit? Ich dachte, du wolltest hier ein bisschen carryen. Ja, ich habe erstmal gedacht, ich fange erstmal mit Six an, bevor ich hier fancy werde. Du meinst, es ist hier auch nichts? Ich geh mal mit dem Miss. Ja. Was, also, was in der Situation geht, ist halt auch ein bisschen. Hast du Gott? Kommt schon wieder top. Ich warte kurz. Das sieht schon wieder fishy aus. Oh, unten aufpassen. Echo fehlt. Ja, ja, eben. Auch gerade gedacht. Oh. Hier ist ein Pink Ward drin. Kann ich? Nee. Wo ist denn die Maus da? Ich hab die da aber auch gut weggepusht, ne? Warum? Der hat ja auch mal richtig Bock, ey. Ah, schon wieder er. Ja, gut. Ah, jetzt hat er mich finally. Nach dem dritten Mal. Ah, der hat's natürlich. So macht bitte einen RBTV-Club in LOL auf. Haben wir sogar. Und zwar. Und am besten addest du mich einfach. Und dann füge ich dich hinzu. Ja, ich guter. Jetzt wieder weg. Wo ist hin? I'm totally blind. Oder es ging einfach gerade zu schnell. Das Echo ziemlich low, ne? Ich war immer zu gay. Wir rätseln auch gerade noch für einen guten Club-Tag, weil alles Coole schon vergeben ist. Shit. Gang! Devin! Alter, schön, ey. Dab! Oh, shit. Geht. Kann gar nicht hin. Ja. Jetzt, was, fuck, warum mach ich jetzt gerade deine Scheiße hier? Sorry, alles gut, alles gut. Das war nicht so auto. Alles gut. Automatisch. So, alles wunderbar. Wir haben den Kill. Ja, ich geh mal zurück. Warte, Tarik macht sich unsterblich. Ich geh mal runter. Ich hab noch den alten im Kopf gehabt, bevor er reworked wurde. Was macht er jetzt eigentlich? Was denn? Tarik? Ach, mit seiner Ulti. Zu langsam. Macht er sich unsterblich, oder nicht? Ja, geh gerade runter, Leute. Das ist gut zu wissen. Versuch einen guten Gang, Leute. Nein! Ein guter Gang! Ach komm schon. Kriegst du? Shit, Tarik. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen an das Setup. Wieder ein Autotech abgebrochen. Kannst du eine Ult machen? Er rennt weg, er kann nicht. Komm. Du hast keine Ult. Ich hab keine Ult mehr, nee. Aber da gehe ich nicht mehr ran, da lasse ich mich nicht spielen. Okay. Ja, wir spielen aktuell gegen Randoms. Einfach damit ihr uns nicht komplett abzieht. Oder Screen sniped, ich habe Erfahrung mit. Okay. Okay. Ach Mann, Mandy. Ha? Bist du? Ja. Da. Da. Oh nein, ich kriege sie nicht. Shit. Okay. Oh nein. Wo ist denn der Twitch schon wieder? Leider müssen wir nicht World Awareness, wenn ich hier so viel quatsche. Der Twitch auch die ganze Zeit irgendwie nicht. Ich glaube, der ist hier nur im Jungle unterwegs, aber. Achso, schon, das kannst du noch machen, wenn du. Wenn man gegen Twitch spielt, ist es halt besser, die Camps von ihm zu warden anstatt Büsche und Co. Okay. Weil der Lock kommt ja eh unsichtbar drauf auf die Lane.
Das ist das gleiche Prozedere gegen Evelyn. Und Zack. Mitte Miss. Ich hol mir jetzt erstmal hier diese Lens. Pass auf oben, Martin, Mitte ist Miss. Ah, den Cannon musste ich mitnehmen. Okay. Okay, er ist Mitte. Oh, die okay. Botlane geht. Mandy ist fast so gut wie Reckless. Das geht bei der Botlane, die sind ja total cocky. Ja. Da ist wieder ein Pinky oben drin. Ich hab trotzdem einen roten Dude. Jetzt ist der Drache auch wieder da, ne? Wo müsste ich den. Echo ist nach oben. Okay, ist gut. Warum denn? Keine Ahnung, ich glaube, er zieht sich nur zurück. Das ist ein bisschen nervend. Er war auf jeden Fall hier gerade eben. Was, Tarek? Ah, wir sind hier Bot. Okay, er ist noch Mitte. Holy shit. Ich hab keinen hier. Fuck. Nein, ich hab voll daneben gesaugt. Fuck, ey. Ich dachte, er wäre noch Toplane gewesen. Ja, ja, gut. Das war sehr schlecht von mir. Warte. Warte, was? Das muss ich. Okay, das war sehr, sehr scheiße. Schade. Schade. Wie schnell können Sie den Grapen? Ohne Kaiser ist so unfair. Würde ich auch spielen. Dumm, ey. Wenn ich mich nicht so konzentrieren kann. Mitte Miss. Mitte Miss. Wir machen jetzt da wahrscheinlich stehen den Drachen, ne? Jo, hast du nicht so viel. Okay. Die ersten zwei Drachen sind eh nicht so die Bilden. Ah, ich hab's zu spät gescheckt. Zack. Zack. Zwölf Minuten nur leveln, dann passiert was bei LoL. Ja, also Toplane ist so ein bisschen die ödeste Lane, weil gerade hier wenig passiert, außer man wird halt mal alle fünf Games gegankt. Also auf dem Rest der Karte passiert ja doch einiges. Gerade wenn es um Dragon und Herald geht. Doch Harald. Doch Güte. Den Pinkwort nehme ich mit. Lecker. 30 Gold. Zu aggressiv gerade. Es geht mal Richtung. Oh. Mitte Miss. Mit Mies. Ich würde gleich den Eimer weggehen. Ja, irgendwo ist ein Twitch. Geht. Irgendwo ist hier Twitch. Sonst wären die nicht so aggressiv. Ist Tari gerade weggegangen? Ich kostet einfach. Ist er nicht im Busch? Glaubst du? Mordeschmeißer hat schöne Maske. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Mitte Miss. Ja, einige Miss, ne? Wo sind die alle? Tarek ist wahrscheinlich den zurück. Den dicken. Ah ja. Lass uns auch weggehen. Mhm. Ich war schon mehrmals unfreiwillig back, aber ist okay. Mitte immer noch Miss. Jetzt hat er keinen Pinguin mehr drin. Er hat's eingesehen. Ich brauche aber den. Mitte ist wieder Mitte. Gibt's auch Objectives zu erledigen, Stuff sammeln etc. Also es gibt nicht direkt was zum Einsammeln, aber hier sind die Objectives halt die epischen Monster, die spawnen auf der Karte. Zum einen der Drake, der in dieser Season verschiedene Buffs für das gesamte Team gibt. Zeigen wir gerade eben hier. Sie ist wahrscheinlich geworden. Zum Beispiel hatten wir jetzt schon den Mountain Drake, der gibt 6% mehr Rüstung und Magieresistenz für das gesamte Team. Tarek Mitte. Okay. Tarek geht Richtung Top. Was, Top? Ja. Ich will den hier. Genau, die Drakes geben ja langfristige Boni. Und dann gibt's noch den Herald, der ist hier. Dort spawnt später auch der Herald, nicht der Herald, sondern Baron Nashor. Okay, sie ist alleine. Sind die alle Top? Wo sind die denn alle? Dem Herald und auch mit Baron ist eher vorgesehen, nicht Objective, sondern Türme zu pushen. Der Herald macht das ganz stumpf, indem er so einen Turm uncharged und True Damage verursacht. Und mit Baron werden die eigenen Vasallen stärker. Oh shit. Wir haben den sogar. Schade, ne? Die sind bei dir oben, ne? Ja, ich merk schon. Ich will die tot haben. Langsam wird's ja aber fresh. Wow. Ja, sowas ist halt natürlich wieder die Schattenseite der LoL-Community. Geklickt. Oh. Wir sind hier, Martin. Wollen wir ein bisschen Action machen? Wir sind hier, ja. Tarek hat bestimmt Ult ab. Wenn sich. Was ist denn sein Ult? Der macht sich anscheinend unsterblich. Genau, sich selbst und Verbündete, die in diesem Kreis, der um ihn drumherum ist. Das ist ja nicht so nett. Nee, ich sag erst, wenn ich getroffen hab. Da ist ein Ward drin übrigens. Ja, ich mach den gerade weg. Nee, doch nicht. Der ist schon abgelaufen dann. Ihr seid unten allein, wenn ihr da ein bisschen Druck ausübt. Ja, ja.
weiß nicht, wo Echo ist, der könnte halt bald auch kommen. Ja, das stimmt. Der könnte dort sein. Ja. Ja, Echo ist bald, Echo ist bald. Oh, von hinten? Von hinten? Ja. Na, geh. Können wir den nicht angreifen, Martin? Ja, das Problem ist halt, Bodekaiser zieht uns dann raus. Also, okay, splittet uns. Also im Grunde können wir überhaupt nichts machen. Ja. Ja, kann nichts machen. Also sie greifen dich im Tower an, bringt nichts. Ja, sehr schön. Ich will sie töten. Raus, 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 oder? Nee, oder? Er hat geflasht. Sehr schön. Wunderschön. Flash out. Ist das der erste dafür? Ja, ist der erste Tower. Nein. 03. Okay, sie verpissen sich wieder. Ich geh mal weg. Ja, mal gucken. Wird noch hart. Aber ich habe jetzt ein Trinity ab, dann bin ich schon mal pretty strong da auf der Top-Lane. Aber vom Farmer sieht es auch overall ganz gut aus, so. Meinst schön ausgeglichen. Drang ist in 10 Sekunden wieder da. Okay, ich komm runter. Mirko voll focused. Fokus, Mirko. Eine gute Mike machen? Ist auch im Chat, da ist er. Aber das macht erst Sinn, wenn wir einen weg. Um 100% mehr Spaß in Leute zu haben, einfach Mute All. Genau. Das ist der Trick. Fuck. Ja. Der Trick für halt Challenger. Nicht mit den Mates kommunizieren. Ach fuck. Ernsthaft, das kann der? Ja. Sau. Okay. Oh, und weg. Hilfe, Leute. Oh, ich bin in der Arena. Ja, ich bin tot. Okay, das war ja nicht so gut von mir. Richtig schön missklickt, ey. Ich glaub. Fuck. Leute, das wird noch. Ja, ja. 1-10. Ja, ja. Das Positive sehen. Okay. We got the late. Ich lauf einfach komplett verwirrt rum und weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Nein! Ja, doch. Geh weg! Oh, das pusht mich aber ganz schön. Das. Oh. Okay, okay. Jinx unten ja, vielleicht? Lauf fort, lauf fort. Aber wir sind. Achso, wir sind nicht tot. Hm. Ich sehe dein Problem. Es sind alle tot. Das sind alle Bot. Ich komm. Ich mach meine Crux. Vor 4 Tagen so gemacht. Und du hast auch Yumi seitdem gepickt, Mike. Ja. Da ist auch wer. Glaube ich. Im Late kommt er zurück. Nee, die sind alle Bot. Wann ist Late? Minute 40. Okay, oh Gott. Ihr müsst die Türme zerstören. Juh, Brudi, das wissen wir, aber ein bisschen schwierig, wenn wir nicht rankommen, weil wir ein bisschen behind sind. So. Ein bisschen. Ah, wir haben die Botlane auch ein bisschen gefeedet. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Rein mit der Typ ist doch bestimmt nicht allein. There is not alone here in the dark. Oh, das ist ein Pink. Warum ist ein Pink? Fällt mir leider überhaupt nicht. Gluck, gluck. Jax macht später 1v9. Genau das ist mein Plan. Mordos auf der Bot. Mhm. Und der Rest macht wahrscheinlich Baron? Baron? Kann gut sein. Ah, nee, die sind alle in der Mitte. Okay, er ist Level 2. Boah, ist ja immer noch hier. Soll ich hochkommen? Ja, der hat halt Ult, den können wir schlecht töten. Ja, stimmt, der Dev. Das ist ein fieser Typ. Ich meine, wir können es versuchen, weil Twitch unten ist. Ja, Twitch. Können wir mal probieren, du. Ja, lass uns zu Twitch gehen. Na, dann kommt das Stunfeld. Naja, gut. Okay, die machen Bot jetzt. Ich würde so gerne den kleinen Twitch wegsnaken. Boah, der steht halt 5-0, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn der ist halt immer noch in der Tower ist weg, Ja.
Ich sehe den doch schon wieder flashen. Leute. Spielt der Flex? Genau. Wir spielen absolut Flex. Keine Ahnung, wo ich am besten sein sollte. Da ist Twitch oben. Hat jemand Bock? Aber der hat auch überhaupt nichts. Jetzt ist er mal weg, ne? Kann ich den so irgendwie enttarnen? Nee, auch nicht. Nee, außer steht, wenn er direkt neben dir steht, dann siehst du den eh. Er ist zu schnell. Er ist zu schnell? Ja. Ich mag ihn nicht. Ganz offiziell kann ich ihn nicht leiden. Na gut, ich komme jetzt hoch. Erstmal schön Lauch. Hack! Super. Zum Mittag. Wahrscheinlich ist er ja in einem Moor drin, ne? Ja. Bete den noch mal. Nee, er ist schon weg. Ja. Okay, so das meine ich, gehe einfach irgendwo hin und die Leute haben mich schon längst gesehen. Oh, jetzt sterbe ich einfach, guck mal. Ah, das auch. Na, okay. So. Das kann ich auch. Ja, so bei Minute 23 ist das so ganken eher schwierig. Dann eher mit dem Team zusammenbleiben. Okay. Ich meine, wir können jetzt nicht viel holen. Also Teamfights können wir auch vergessen. Die sind alle unter Level. Oh. Und ausrüstungstechnisch auch weiterhin. Es läuft suboptimal. Ich geb's zu. Die haben den Baron gemacht. Ja, of course. Können wir eh nicht contesten. Ja. Drake ist eine halbe Minute ready. Kriegen wir euch wahrscheinlich auch nicht. Ja, ein bisschen fahren, ein bisschen Vision holen. Red Trinket hast du schon mal sehr gut. Ab und zu mal ein Pink Ward, wenn du noch keinen gestellt hast. Stellen hier überall so viele Trinkets. Mach wahrscheinlich gerade den Dragon. Ne? Ja, macht er alleine. Kenn ich schon gar nicht. So, Ja gut, die R4 ist ja das neue World 2. Wann ist Teamfight? Wollen die durch die Mitte? Ah, das Matchmaking ist aktuell echt ein bisschen rigged. Ja, ich habe das Gefühl, die sind ziemlich gut. Also, die wissen, was sie tun, so. Ja, könnte man schon. Leider Twitch. Ist das schon zufällig jemand sortiert wird? Nee, eigentlich nicht. Dazu habe ich ja extra Flex genommen, dass man mit Leuten zusammenkommt, die dieselbe Flex-MMR haben, aber... Ja, anscheinend ist das unsere MMR. Ja, wir sind ja zu gut für den Rest. YOLO! Kein YOLO. Okay. Ach Gott, ich krieg den. Lol. Ich steh 0-5. Aber was können wir denn besser machen? Ja. Die waren ein bisschen besser als wir. Halt einfach besser so, nur kann man wenig machen. Okay. Also normalerweise spielst du ja so, dass du im Optimalfall ohne Jungler nie stirbst. Aber ja. Wenn die halt viel mehr Erfahrung im Spiel haben, dann nutzen die halt keine Fehler extrem aus. Game over. Ja. Die waren ganz schön gut. Zumindest wussten die, was sie machen. Ich meine, Anfang war ja gar nicht so verkehrt. Ja. Lief eigentlich ganz gut. Bis Minute 5. Jetzt eben gerade teilweise, weiß ich denn nicht, wo der Bot Tower gefallen ist und dann hat man die Gegner kaum gesehen. Ich wusste immer nicht, wo ich gerade hinlaufen soll. Das ist immer mein Problem. War IOT Tower zuerst weg? Ich habe wenig aufgepasst, muss ich sagen. welcher Tower waren zuerst weg? Deren oder euer Turm? Unser Turm. Unser. Ich wusste nicht, was Tarek konnte. Ach so. Ja gut, dann im Optimalfall einfach versuchen, die Gegner zu beantworten, wo er denn hingeht. Hm. Wenn die zum Beispiel auf die Top-Lane gehen, geht ihr dahin, weil 2 gegen 2 ist halt meistens stärker, außer der Top-Laner spielt 10-0. Ja. Aber normalerweise passiert das selten so auf der Low-Elo. Da rennen die meisten Bot-Lanes wieder nach unten, versuchen T2 zu pushen und werden abgeholt vom Jungler. Sagt aber haben die nicht gemacht. Der Chat unterhält sich über Fußball und Pen and Paper, so wie ich das verstanden habe. Ey, wollen wir ein Box-Opening machen? Ich habe hier ein Ei. Ich möchte es öffnen. Das ist eine einmalige Sache mit Leak hier auf RBTV oder darf man auf mehr hoffen? Also prinzipiell haben wir schon mehr Bock. Nächste Woche wollten wir mal eine Duo-Queue-Session starten im Hangi. Ist natürlich ein bisschen weniger Aufwand und ein bisschen entspannter, näher an euch. Ja. Ich mach mir jetzt ein Ei auf. Oha. Hier macht sich ein Ei auf. Oh, Fake-Opening.
What's in the egg? Oh Mann, ey. Oh. Ich will den dämmenden Pinguin. Mann, ey. Nichts bekommt man. Ja, okay. Also noch eine Runde? Ja, startet. Ja, hau rein. Okay. Es war in der Mitzeit 15 Uhr, ne? Ja. Schaffen sogar drei Games. Yeah! Belohnt. Oh Gott, das ging ja fix. Richtig belohnt. Oh. Jetzt aber. Hätte Martin ja mal Rome gesehen. Ja, da ist Jigs auch nicht so der Champion für, finde ich. Ich will lieber farmen, strong werden, zwei Items und alles verprügeln. Hat nicht ganz geklappt, weil. Naja, ich hatte die zwei Items. Ja. Was denn noch? Und wieder dein Jungler. Darf ich spielen eine Runde Kaiser? Kaiser? Ist voll. Nunu ist gut. Oder was? Aber Alex eigentlich auch schon. Ja, spiel sie ruhig. Ja. Ich hab. Spiel das, was dir Spaß macht, sag ich mal. Ich kenne die halt alle noch nicht so, ne? Das ist so das Problem. Oder Alkali? Der Chat sagt, das war mega Glück, was du hattest, Weird. Was? Der Drop. Ja? Zwei Legendaries. Oh Mann, aber ich will trotzdem. Pinguin, ich verstehe. Pinguin. Der dämmende Pinguin ist viel cooler. Ich bin den dämmenden Pinguin. Oh, ja, Werbung können wir ruhig. Nee, jetzt. Ja, wohl doch. Drei Minuten ist Early. Passt. Ja, das passiert eh nicht viel. Wir fahren ein bisschen, geben wahrscheinlich First Blood ab. Und von daher sehen wir uns gleich nach der Werbepause. Bis gleich. Welcome back, Ladies and Gentlemen. Wir sind noch nicht mal in-game, wir haben uns schön Zeit gelassen. Ja, und jetzt los. Straight rein, perfekt. Jetzt kann getryoutet werden. Jawollo. Die ersten anderthalb Minuten passieren ja eh nichts. Haben wir mal unsere. Wann sollte man umwechseln als Jungler auf die Oracle Lens? Aktuell macht man es so, du gehst. Einfach hier hin, setzt da ein Ward. Ja. Gehst zurück in die Base und holst dir schon die Lens. Weil dann hast du gleich beim ersten Gank eine Lens ab und kannst entweder einen Ward klären. Du siehst, ob da ein Ward ist. Das sind Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, siehst, ob da ein Ward ist und dann weißt du, ob die Gegner dich gesehen haben oder nicht. Dann kannst du für einen Gank gehen. Zack, da kommen wir einfach mal so ein Ding hin. Jetzt gehe ich zurück und schön die Linse knuspern. Ja, Spin to win. Jetzt habe ich richtig. Jetzt. That's smart. Jetzt ist einfach vorbei. So. Ich habe Angst. Nochmal Garen ausnutzen, bevor der nächste Patch höchstwahrscheinlich genervt wird. Endlich. Erstmal alle Gegner muten. dieser seelenlose Blick. Ist der so gut gerade? Oder war schon immer gut? Ja, also der hatte Garen schon jetzt gut. Ein paar Patches schon eine gute Winrate. Haben sie nochmal gebufft, hat er natürlich noch eine bessere Winrate. Was ist, wenn wir ihn noch mehr? Warum macht nicht einfach alles True Damage? Ja, ich habe auch schon viele Teile meiner Seele an die verloren. Man pimmt mich eigentlich hier rum im Cover nicht, keine Ahnung. Vor der Marcia. That's the way. This is the way. I know the way. Oh Gott, das Meme ist tot. Lass es begraben, wir. Keiner will es zurück. Nein, ich jetzt, kann nicht fahren. Ich gehe den vorsichtigen Weg, den sicheren. Mach ich jetzt zuerst die Grammar-Kirche, das dicke Vieh? Mach ich das sofort? Ja, ne? Ja. Okay. Bin halt noch total unsicher, so was, was die Reihenfolge angeht. Ja, aber die ändern ja auch ständig Dinge. Jo. Es fällt hinein. Frechheit. Schön Early Gang nach unten. Nee, die sind da noch am. Schön Level 2, sagst du? Kann man mal machen. Dumm. Okay. So, Leute, hier. Die crazy, du hast den oben ja voll im Griff. Ey, die habe ich geschluckt. Den Sapling. Oh, in meinem Mund. Nein! No, sir. Ah, shit. Oh, ey. Das darf nicht passieren. Kann halt nicht ganken, wenn du den da so in den Tower pusht. Also. Den dicken mich oben brauchst du eigentlich nicht gegen. Ja, okay. Dann versuch Botlane. Lass ich dich doch mal machen. Nicht wahr? Ja. Nur schon Papa machen. Ach, schon wieder nicht. Na. Ciao. Okay. Versuche in die Mitte zu kommen. Wer ist in der Mitte? Ich bin in der Mitte. Achtung. Ich renne da jetzt hin. Er rennt einfach zurück zum Tower und wird nichts mehr passieren. Was hältst du von diesem Plan? Ah, Black Shield. Ich glaube, er sieht mich so. Guck mal, ja, ich glaube, er hat einen Ward da. Und er kann einfach mal sein Ward weg. Wie wäre das gemacht? Tja, hast du keinen Ward mehr.
Und jetzt machst du jetzt. Jetzt bleibst du einfach da. Zack. Jetzt spielt er schön defensiv und hat Angst vor dir. Weil, Mirko, das sind die Mindgames, die wir spielen müssen. Oh, 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 oh. Mondi. Wann machen die viel Schaden? Mach ich's falsch? Gar nicht erst den großen, ne? Erst die kleinen. Ja. Shit, siehst du? Also, wenn du mit dem Ding startest, machst du meistens immer zuerst die kleinen, außer bei den Crocs. Bei den direkten großen? Ja, weil du die kleinen gut kiten kannst. Ja, das sind die Informationen, die ich brauche. Ja, das sind aber auch schon wieder so. Füttere mich. Das ist ein Challenger-Placement. Lehre mich. Guck mal, der da oben ist doch schon wieder sehr cocky bei dir. Der ist richtig, der hat doch kein Mana mehr. Komm da gleich mal hin. Aber ich muss mal ganz kurz noch. Ganz kurz auf Toilette. Ja, das vielleicht auch. Ja, dieses Kiten oben bei den Großen ist halt. Ja, das kann ich noch nicht. Sehr micro-intens. Allgemein willst du halt bei jedem Camp kiten, weil du am Anfang meist weniger Attack Speed hast als die. Und dir dann halt, während du den einen gibst, dir zwei reindrücken. Verstehe. Aber mit Warwick ist das ja eh eher. Ja, das ist ein dumm für dumme Leute. Ist. Sehr gut, für die nicht so klug. Irgendwann war Mitte, ich hab den Flash. Er will da weg. Kannst du ihn anhauen? Schaffen wir ihn noch? Komm, 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 komm. Yes! Das ist ein Gank. Gank, Leute. Oh, oh, Mandy, Mandy, noch. Oh, nee. Nein, 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 nein. Aber es okay, geht zurück, da kommt der Jungler. Oh, oh, ich bin tot, Leute. Shit. Okay. Ich muss eigentlich zurück. Das hat er gesehen und gelacht. Ich hab ihn lachen hören. Na gut, das war nichts. Das war wohl schlecht. Der Versuch zählt. Bin ich ehrlich. Lernen durch Sterben. Oft falsch. Lernen durch Sterben. Reibt sich nicht ohne Grund. Dinge, die sich reimen, sind immer richtig. Ich reime mal lieber jetzt nicht. Auch ein Witz drin, der ist nicht so ganz. Echos Mitte? Aber wir sind ja ab 18 für. Eigentlich auch. Nee, sag's dann. Echo kommt Bot. Der Echo kommt Bot, na toll. Der Bot ist doch nichts los. Echt, was macht der Bot? Der will bestimmt den Scheiß. Der will den Drachen machen. Oh, crush die Wave? Jetzt schon? Ja, die crushed, lecker. Oh, shit. Der Schwein macht den Drachen. Hm. Ja, das kann doch hier. Sein. Oh, ich hasse ihn. Er ist schneller als ich und klüger. Guck mal, er hat jetzt auch noch den blöden Scheiß da gemacht. Ja, er läuft doch da hin, um zu gucken, um ihn under pressure zu setzen. Nee, er hat das blöde Vieh gemacht, das hätte ich machen sollen. Aber ich hab's nicht gemacht, weil ich hab mich drin gedacht. Toll, Robin. Okay. Ja. Bot ist reh. Versaut. Ich kann meine Enttäuschung nicht in Zaum halten. Hast du dich da hin? Ja, ich fühle mich so nutzlos. Oh, oh. Wie gesagt, Camps nehmen, vielleicht um Drake rumspielen. Ich kann ja nicht, der hat ihn gerade gewardet. Beziehungsweise er hat das blöde Vieh gemacht. Wie heißt denn das eigentlich? Die Scuttle, die. Scuttlecrab. Scuttlecrab. Kluftkrabbler auf Deutsch oder so. Echt? Die haben auch kreative Namen sich ausgedacht, ne? Ich weiß nicht, ob ich daraus. Ach, gefällt mir alles nicht. Warum? Nee, kannst du einfach mal leicht sein? Ich hab auch nichts. Könnt ihr einfach mal in die Mitte runterrennen? Ja. Und uns ein paar Kills schenken. Wie soll man denn lernen, wenn man. Na gut. Ist auch einfach zu hohe Ansprüche. Oh. Nein, Mandy! Mandy! Warum mache ich denn sowas? Warum mache ich guck das denn alles gerade? Die sind alle einfach irgendwo unterm Tower bei euch. Ich will doch nur einmal jemanden ganken. Einmal? Warum ich da nicht gerade? Immer den hast du bekommen. In so einer Situation, wenn du keine Camps mehr abhast. Ich hab noch Camps, aber ich will lieber ganken. Oh ja, Mann, ey, ich kann nicht farmen. Ganken kannst, weil kein Land sich dafür anbietet. Kannst entweder überlegen zu diven, was natürlich mal ein bisschen risky ist. Ich bin sehr, sehr schlecht, muss man bedenken. Das wollte ich damit nicht ausdrücken, aber okay. Ja. Ich hab's erwischt. Oh nee, ey. Ich glaub, hier ist mehr so Busch. Nein, da kommt Echo runter. Rennt, rennt um euer Leben. Nehmt es in die Hand. Wie hat der mich denn? Nee, Bruder muss los. Böses. Lol, das ist mutig, ja. Wir sind mutige, tapfere Recken. Sind wir mutig? Denn? Mutig oder naiv? Dumm. Guck mal, jetzt komme ich zu dir hoch. Ah, du schaffst ihn aber alleine jetzt, oder? Nein. Ja. Ach, scheiße. Guck mal, jetzt steht er da in seinem Tower und grinst dich an. Jo. Hab meine Ult nicht mehr rausbekommen. Ich weiß nicht, ob es gereicht hätte, sogar ein bisschen ohne Autotech. Komm mal was wagen. Ja. Jetzt
kommt gleich Echo an, snack mich weg. Nein. Nee, der war gerade noch unten, der ist irgendwo in der Mitte jetzt. Schön genau gesehen. Und zack. Der TP auf die Top-Lane. Ah, das ist doch mal das gleiche mit dem Schild. Ich meine, die sind auch schon wieder so. Ich möchte gerne mal die dummen Gegner haben. Ingame Flame plus die ganzen Pros, die im Chat rumlaufen. Ja, das stimmt schon, aber. Also der Ingame Flame, also weißt du, der Chat ist eigentlich ganz entspannt hier. Ich meine, klar haben wir Pros, aber die sind auch Pros so. Wir haben schon den einen oder anderen Challenger in unserer Crew hier. Haben wir? Auf jeden Fall ein Grandmaster. Also ich meine jetzt nicht von uns fünf, wir sind. Das ist quasi der oberste Rank der möglichen. Ja. Spiel ist rausgetappt. Warum ist das Spiel rausgetappt? Oh, ja, das stimmt, das aktuelle Bug, dass es random mal raustappt. Wir hätten ihn holen. What? Jo. Ja, sein Ultgemaß war auch schön. Das habe ich auf meinem heimischen PC des Öfteren, das einfach mal sich das Spiel schließt. Hier unten. Das ist ganz geil, wenn es in einem Fight passiert. Mhm. Ja, Echo ist beim Drake. Oh, warum geht das nicht? Der hat gewartet da bei dir wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Aber ist mir egal. Ach, sogar seinen anderen Ward noch kaputt. Man haut mir irgendwas in die Fresse. Ich weiß gar nicht, was das für ein Talent ist. Was? Der will mich bestrafen. Der ist einfach nur so wütend. Ach shit, der hat mich gefangen. Fist könnte top kommen. Wer ist Fist? Der Fisch, Junge. Da haben wir schon so einen Challenger. Das Fisch. Immer mit Pushen. Hilf mir oder jemand. Oh Gott. Was? Nicht möglich ist denn. Was ist? Dieser Quatsch so. Nee, ich hab. Ich wollte die Ult abbrechen. Nee, alles gut. Ich war nur ganz kurz. Nur ganz kurz um dein Leben gepaddigt. Da hab ich schon reingelegt. Sogar noch gebaitet mit dem Flash. Okay, ich komme wieder hoch. Jo. Ich renne. Ich bin zwar gesehen, gar nicht. Warum bist du zurückgegangen? Weil ich low bin. Oh, und da das ein Zapping drin ist. Na gut, ich gebe dir jedes Recht der Welt. Gott ist nicht da, ich wiederhole es wieder gerne. Ja, jetzt auch ja, ich bin einfach nur gerade total überschwänglich, weil ich halt was geschafft habe. Mhm. Mhm. Das war vielleicht auch eher Zufall. Ja, lock it. Ja, ist ja auch mein. Das war kein Zufall. Meinst du? Wenigstens du glaubst an mich. Ich muss endlich zurück, ich bin viel zu greedy. Was mir noch fehlt, sind so diese ganzen Preise im Shop, damit ich weiß, wann es Sinn macht, zurückzugehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich überhaupt gleich kaufen werde. Außer das erste, das weiß ich noch. Beim letzten Mal. Da hilft ein Cheat-Sheet. Schummeln? Nee. Das auch. Einfach. Oh, wo du ein paar Items hast, die du auf jeden Fall haben möchtest. Wieder so ein paar Preise rausschreiben. Mega random, wie ich hier gerade zurückgehe, aber ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt einfach hier die Liste durch. So, das. Jetzt gehe ich wieder nach vorne. In 20 Sekunden habe ich mein Ultimate. Entweder gehe ich in die Mitte. Weil der Stinkefisch da ist. Wie heißt der eigentlich? Fizz. Die vierte Fizz. Ich komm Botlane. Oh, unten, guck mal. Ich geh jetzt nach unten. Boah, ja. Ich komm mit. Aber sie checken's, oder? Sind sie greedy? Geh rauf. Ja, ja, ja. Oh. Ja, ist jemand gestorben von uns? Ja, immerhin. Oh, einer. Ich hab keinen Flash. Los, komm, okay. Ja. Okay. Okay. Auch gut. Sehr gut. Okay, okay. Nur das Support ist gestorben. Das ist gut. Das ist fein. Da ist irgendjemand scheiße. In der Mitte. Der Fischmensch ist gerade in der Mitte. Nicht gereicht, ey, verdammt. Ich kann den Fischmenschen nicht leiden. Guck mal, der will irgendwas. Nee, kann keiner leiden, glaub mir. Der kommt noch unten. Ich komm zu dir, Robin. Nee. Der hat, achso, der hat gewardet, okay. Der hat nur gewardet. Ich dachte, der will nach unten. Er hat ja. Guck mal, jemand hat den Drachen gemacht. Ich habe es nicht mehr mitbekommen, Mann. Die haben den Herald, und er hat den Herald gemacht. Ach Gott. Wie scheiße ich bin, ey. Das ist doch meine Aufgabe, Leute. No, Toplane ist lost. Dauer ist weg. Damn. Na gut. Trotzdem jetzt hier mal hier für euch diesen Scheiß-Typen. Dann habt ihr da so ein Wort. Dann, wann ist das eigentlich, dass diese Krabben da rumrennen? Ist das lange? Ich glaube auch schon drei, vier Jahre her. Die lustigen da in der Mitte, die Wards sitzen, wenn man die tötet. Achso, die sind schon eine Weile, ja. Ah, okay. Nein, ah, oh, scheiße, kommt der durch. Ich glaube, als die eingeführt wurden, habe ich nicht mehr gespielt. Der stinkende Fischjunge ist schon wieder in der Mitte irgendwo am Rumrennen. Ah. Hä, der war doch gerade noch beim Tower und jetzt ist er einfach verschwunden. Da ist er. Okay. Der Pink Ward ist weg. Warte. Ich kann ihn echt nicht leiden. Geh mal hin, ich komme hier. Push ihn zurück. Ah, guck mal, wie er rennt. Ich komme hier. Okay, geh mal rauf, geh mal rauf. Ich soll raufgehen? Ja, ja. Okay, ah, okay. Er denkt, ich bin dumm. Vielleicht, vielleicht ist das mein Vorteil. Das ist der Trick. Nee, guck mal, wie klug er ist. Da ist ein Ward drin. Ja, wahrscheinlich.
Ja, ist doch ein Warcraft. Du nennst es dumm sein, ich nenn's Mindgame. Mann, ey. Eine Dummheit einsetzen für den Sieg. Komm nochmal Botlane. Okay. Pass auf, hier ist eine Ward. Sorry, okay. Falsch geklingt. Aber da ist eine Ward. Aber man merkt einfach, wie krass. Ach, Fizz hatte hier ja ein Ward gesetzt. Nennt man das Hard to Master? Das ist einfach echt schwer. Jo. So diese Kleinigkeiten. Pass auf, ich habe gerade eben irgendwo auf der Bottom-Seite Echo gesehen. Du hast halt einen. Der kommt gerade in die Mitte. Der macht da schon seine Wards hin, damit er gleich wieder den nächsten Drachen kann. Ich hasse ihn. So organisiert. Ja, Dragon kommt gleich, ne? Ja, komm gut, schon mal, komm mal runter. Ja, na gut, ja, ja. Deine weisen Worte wieder. Ich hab sogar Buffs, das wird mir nichts helfen. Er hat mich auf jeden Fall gesehen, hat mich irgendwie, glaube ich, gerade mit so einem, wie heißen diese Dinger, die man anhauen kann und dann decken sie die Map auf? Diese Pflanzen, die da rumstehen? Die heißen Vision. Guck mal, der ist da. Da ist Echo. Lasting. Oh. Los, Echo. Willkommen. Vision-Pflanzen. Schmecko, Echo, los. Ich will ihn. Echo, Schmecko. Er hat sein Ultimate. Er denkt, wir holen uns den schon. Scheiß Drachen. Schaut noch geil. Komm mal, die kommen von unten, die kommen von unten. Kommt von unten. Mach den Dragon, ja. Mach den Dragon. Erstmal noch von unten hier. Oh, ich oh mein Gott, mein Spiel. Sicher? Warum bin ich rausgeflogen? Hat sich auch bei dir minimiert. Geiles Game. Riot. Good job. Oh, Fizz. Oh, ich hasse diesen Typen. Ich bin tot. Ah, Close Down. Ja. Warum wird mein Spiel immer minimiert? Kein TP, jetzt habe ich erst TP ab. Mein Spiel minimiert sich ständig. Von jetzt erst. Warum ist das perfekter Zeitpunkt gewesen? Oh, Mann, ey. Das ist Echo. Das ist Echo's E, okay. Minimiert das Spiel vom Gegner. Das wäre lustiger. Okay. Das war ja scheiße. Bei Gelegenheit lade ich euch alle in den Club ein. Am besten dann ja, mein Club? In den Klopp. Oh Gott, warum bin ich da wieder reingeraten? In den Sex-Club? Dann so eine Jacke, wo hinten ein Patch drauf ist. Okay. Gibt's später noch ein Community-Game? Warte mal, es gibt später noch Community-Games und gibt es Pläne, als Team zum Beispiel bei Clash oder Prime League mitzumachen? Wer kann denn... To be honest, Wie glaubt an uns? Ja, ne? Mitte Mist. Okay. Mitte Mist. Ich würde jetzt mal sagen, so Prime League, Clash ist vielleicht ein bisschen hoch angesetzt. Ich glaube, selbst ein Community-Match ist zu hoch angesetzt. Ja, das stimmt. Aram vielleicht, wenn die betrunken sind, die Leute, aber sonst... Oh, das mache ich auch gerne. Das habe ich früher während meines Studiums gerne gemacht. Betrunken Aram. Ey, du kommst nach einer Feier irgendwie nach Haus, dann schmeißt du LOL an. Schöne Runde Aram. Da sind auch alle sehr entspannt. Ja, sind wahrscheinlich auch, also wenn die um 6 morgens zocken, samstags, dann sind die wahrscheinlich auch alle drunk. Ja, das macht Spaß. Oder müssen danach arbeiten, die Armschweine. Ich nicht gedacht, wie, dass du in deiner Moderatorenrolle Alkohol so glorifizierst. Oh mein Pass Gott, auf. Er tötet mich. Komm mit, komm mit. Ich kann nicht, ich bin ja gestunt, Mann. Pass auf, Miss Fortune kommt auch von da. Ja, komm mit, ja, und ich bin wie bei letzter Kreisliga. Ja, Fisch. Aber das war sehr dumm von vorne. Vielleicht mal mit Fußball. Von vorne ja, Leute in der Kreisliga spielen mit Fußbällen. Wir spielen mit irgendwie Tischtennisbällen oder so, keine Ahnung. Es läuft halt, ich meine, müssen wir natürlich auch ein bisschen koordinierter alles machen. Wir quatschen ja viel mit euch hier und das ist ein bisschen tricky. Echo? 6 Uhr morgens Primetime für LOL. Das sind auf jeden Fall die lustigen Menschen da. Das sind die lustigen Menschen, definitiv. Nicht die Tilter. Okay, ich habe jetzt Bock, mir eine Pulle Wodka reinzuziehen. Vorbildfunktion ein bisschen versemmelt. Wir sind 18er Sender, komm. Das stimmt. Das sind alles Erwachsene hier, die hier zuschauen. Also da ist irgendwo unten Bot. Echo im Jungle. Da, da Echo ist Bot. Auf der Botlane. Oben ist der komische Dude. Da ist der Baum. Der Baummann. Ich bin dafür, dass wir ihn umbenennen. Ich glaube, das nicht das ist Wirko Buschband. Das könnte mir echt mal angehen. Schön Tier 4 auf die Fresse kriegen. Oh nein, Baummann! Der dive dich einfach. Der Baummann! Okay. Ja, sie töten mich einfach trotzdem. Ich kann im Tower keinen Scheiß Schaden machen. Ja, ich wahrscheinlich auch gerade. Die haben den Baummann überarbeitet. Das ist Wirko. Ja. Das kenne ich nicht. Wirko der Baum. Früher hat er so einen Radius aufgezogen, wo jetzt dann Damage war. Echt ja, schlecht. Genau. Ich weiß auch und dann irgendwann so Tipps. Implodiert ist. Ja, jetzt Tipp Mitte verteidigen. Dann muss ja klar gut. Oh, das gibt's auch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Schaden fressen kann. Der Baum? Ja. Das ist halt der Baum. Toll.
Das hätte ich wohl wissen müssen. Wirft er eigentlich immer noch seine Kinder? Aber ich habe jetzt gelernt, dass der Baum der Baum ist. Der Baum. Der kann plötzlich engagen, das ist ja ganz neu. Oh. Jetzt engagest du alleine 1 versus 3 und ich bin nicht da. Mann, oh. Und du gewinnst sogar. Ja, mach weiter. Lauf weiter. Oha. Der Baum. Sticker, der sitzt schnapp den Baum. Ich will, dass der Baum stirbt. Verbrennt ihn. Verbrenn ihn. Genau, Feuer gegen Bäume. Guck dir an, wie er rennt. Pass auf, ey, du bist komplett low. Ja, ich. Es macht keinen Sinn, da zu schelten. Schnappt euch den Baum! Ich will, dass er stirbt. Ich mach ihn jetzt. Alter, ich mach jetzt mein. Ey, mach Stäbchen aus ihm! Guck mal, wie er rennt. Wie lange er rennen kann. Wieso ist er so schnell? Ich mag das nicht, dass er so schnell ist. Ich hab ihn gedingelt. Oh, Fisch. Ich weiß nicht, was das Sushi, ist. Sushi, Fischmensch. Ich bin tot. Okay, Fischman. Der Bimmisch bestimmt, der greedet doch für mich, das sehe ich doch. Guck dir das an, wie er mich einfach, guck mal, abhängt. Es sind auch, es gibt so Damage Heroes, die sind einfach nur da, um den anderen zu nerven, oder? Ich mag den Fisch mal nicht. Okay. Warum bin ich erst Stufe 9? Guck dir das an, nicht schlecht. Ja, die Runde läuft nicht so ganz, ne? Nee, aber die letzte auch nicht. Ja, also. Aber sind wir besser geworden wenigstens? Guck mal, jetzt sind wir 12 zu 6. Letztes Mal waren wir 11 zu 1. Statistisch besser. Ist das eine Steigerung. Der Echo ist halt ein Problem, aber diesmal haben wir wirklich. Vielleicht bannen wir den ja, ob jetzt einfach. Wirklich ein gutes Late haben. Also. Mit Victor Kaiser knallen wir ordentlich das Late durch. Das heißt aber, wir müssen kommt zum Late kommen, oder? Gib uns nur 30 Minuten, wir können mit dir. Geht uns, wir schreiben das, kann ich kurz in den All-Chat schreiben. Geht uns 30 Minuten. Ja. Nicht hauen. Preparation Time. Dragone? Oh man. Theoretisch müsste ich auch die ganze Zeit bestimmt irgendwelche Wards kaufen. Das vergesse ich nicht. Ja, die kannst du immer kaufen. Der Dragone ist 75 Gold hast, rein. Hey, wollen wir den Dragon machen, Leute? Rein in die Nuschel. Nein, lieber nicht. Nein. Nimm's wieder zurück. Achtung. Wir machen nicht den Dragon. Ja, wir können geht's uns hier gut? Da mal wir sammeln. Wir gehen aber Richtung Drake. Ja, die versammeln sich alle in der Mitte. Der Snake Drake. Ja, die machen jetzt den Dragon. Sie zonen oben und machen ihn unten. Ich bin zwar da, aber das war's. Aber die haben nur die Horde kaputt gemacht. Mal jetzt hier zeigen, was du kannst. Ich drück E, das reicht. Ja, das ist, aber das Spiel ist ja auch so. Okay, wer kann da was reinfeuern? Guck mal, wieder ein Sound, der scheiß Tank. Der lacht. Denk dran nicht, Holy shit, seine Kinder sind gewachsen! Ja, im Busch wachsen die jetzt an und machen. Nicht mal einen Schaden. Fokussieren, was? Ne? Jo. Wie weit geht denn sein Ultimate? Das ist doch völlig übertrieben. Und hier bist du nach Mappen. Mit Deutschland vergleichen. Guck mal, wie die auch spielen. Die wissen genau, wie das geht. Und ich weiß es überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Ja, ich möchte halt auch Gegner, die nicht wissen, was passiert. Das ist ungerecht. Oh nein, seine Kinder. Das ist eigentlich ganz witzig. Also irgendwie, ich find's besser als früher. Reicht das? Ja, easy. Ja, gut. Hätte ich zwar nicht damit gerechnet, aber Tank Damage League war früher so ein bisschen hakeliger einfach. Da war es auch mega hässlich. Und hässlich. Ja. Das ist gar ich hab irgendwie Bock mal, sollten mal so eine Version rausbringen, wo alles wie bei Patch 1.0 Vanilla. Das wäre geil. Oh Gott. Das ist ja auch so ein bisschen das neue Ding, ne? Wir machen nur noch Reboots, Remakes und Vanilla-Version von der ganzen Welt. Aber ich will nicht die alte Map nochmal haben, die war ultra hässlich. Ich war so froh, als sie dann. Ja, die war schon. Was ist eigentlich aus diesem Dreier. Es wurde abgeschafft. Was ist eigentlich aus der Dreier-Map geworden? Die ist leider. Ja, warum? Tot. Was ist denn der Grund? Es wurde anscheinend nicht genug gespielt oder so, keine Ahnung. Aber ich hab die immer gerne gespielt. Ich hab die auch gerne gespielt oder was? Die Matches waren kürzer. Ist Geld das ist der Grund? Ich schreib dir eine E-Mail, ey. Anzeige ist raus. Ja, gar nicht. Ich glaube auch einfach, weil die keinen Bock hatten mehr auf die Map. Nicht gut. Das sollen sie auch mal so verkünden. Wir haben einfach keinen Bock mehr. Also. Ja, wahrscheinlich hatten die so eine Abteilung mit 15 Leuten. Nee, wir haben keinen Bock mehr auf diese Map. Ach komm, die spielt doch sowieso keiner. Nur 2000 Leute am Tag. Wir kriegen schon unsere 5 gegen 5 Map nicht gebalanced. Da sollen wir noch eine andere Map machen. Garen mit Trinity im Cleaver, Junge, das ist der Shit gegen Tanks. Haben wir eigentlich 40% CDR instant? Meine, die wollen gerade so ein. Oh, die wollen mich bumsen. Ja, genau. Die wollen entweder wollen die dich bumsen oder die wollen den Baron haben. Das ist nicht einfach. Ablassbrief an die Tür. Die wollen gerade die komplette Tops. Ja. Lieber Herr Riot, ich möchte bitte meinen. Oh! 3 gegen 3 kaputt, zurück. Ich will, dass er stirbt. Gründe dafür. Schneller! Guck mal. Da kommen jetzt bestimmt die von oben. Pass auf, von unten. Fischman. Zurück. Fischman. Die kommen ja alle von unten. Fischman. Nicht von unten.
Guck mal, da ist ein Echo. Boah, den will ich kann sich ja einfach irgendwie 30.000 Mal immun machen und irgendwie wegteleportieren. Und ist er wieder Full Life, da ist Morgana. Das ist total das tolle System. Schade. Schön. Morgana stirbt! Okay, okay, okay. Lecker! Da wow. Links. Okay, wollen weiter, wir weiter, weiter, ich geh rein. Rein, die Olga. So, genau. Und jetzt wird er da weg. Jetzt mache ich meinen Weg. Jetzt mache ich so. Jetzt habe ich ihn. Schön. Jetzt hau den kaputt. Yes! Ja! Yeah. Lecker. Komm, weiter, weiter, weiter. Guck mal, ich habe alle meine Tasten gedrückt. Einfach meinen Kopf auf die Tastatur gehauen. Nee, schon in einer Reihenfolge. Vielleicht nicht oh, eine, nein, 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 nein. Push Mitte, push Mitte. Comeback. Push Mitte. Ja, ich Burn. Möchte jetzt auch das Comeback. Oh. Was? 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 Die haben gesagt Comeback, aber... Comeback ist nah. Ja, guck mal, das Comeback. Funktioniert hier nicht. Okay, okay, mal hier zurück. Achso, die wollen wenn jetzt die kann gleich mal die Botlane wieder haben. Ja. Kannst schön farmen. Kann ich hier so ein bisschen mal... Ich geh jetzt mal einkaufen. Mal, Udi, Spiel gegen Tank auf der Top Lane. Geh weg, geh weg. Geh mal schön Magic Resistance holen. Phantom Dancer kann er auch noch kommen. Man sieht ja... Warte, man sieht ja diesen Bereich von dem Krabbenbuff. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin doch. Okay, okay. Martin? Ja, pass auf, die anderen können auch gleich alle kommen. Brunans oder Nashos? Was empfiehlst du? Renn weg. Fuck, jetzt hab ich eine Frage. Oh nein! Fischboy! Nein, nicht der Fischman, der tötet mich doch. Frage. Wer hat den denn überhaupt erschaffen? Mit dem möchte ich mal ein Wörtchen reden. Scheiße. Heißt der wirklich fies? Oh, ja. Fies. OP. OP. Ja. Bleib. Alter, der ja, Martin. Mehr Tasten. Guter Champ. Oh, 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 yeah. Martin. Ja, ich hab Karen, los. Karen? Karen? Ich bin für Karen. Seine Schwester. Also für Karen braucht er eine andere Frisur. Ja, vielleicht schicke ich das mal ein, so ein kleines Bild. Karen. Karen mit so langen Haaren und die kurzen Haare. Karen hat immer kurze Haare und möchte den Manager sprechen. Hast du mein Echo gesehen? Ich möchte den Manager von Riot sprechen. Gebt mir meine 3 gegen 3 Map. Bitte. Ich gebe euch auch Geld. Okay. Guck mal, zwei. Oh Gott, ich bin so oft gestorben, wie schlecht ich bin. Irgendwie dachte ich gerade, ich wäre gut, aber dann bin ich. Spin to win. Until we die. Weiter kann ich nicht. Ist okay. Nicht jeder hat Talente. Sorry, ich weiß nicht. Wow. Oh, Drake. Ist der vierte? Dann könnten wir mal uns drum bolzen. Ja, die sollten bloß nicht den vierten bekommen. Aber mal, auf welchen von den Scheißvisagen soll ich mich denn am besten... Guck mal, die machen da was. Am besten Miss Fortune, Fitz oder Echo. Schnell, greift sie an, die wollen den dicken Drachen machen. Da, komm, geh rein. Das glaub ich nicht. Die steckt rein. Direkt. Versuch gut zu smiten. Hast du smite? Ja, ich hab smite. Okay, bumst Echo weg. Ha, nein. Easy. Hab ich's. Schau, sie hat sich weggeflasht. Haben wir diese Scheiße sogar gekriegt? Ja, wir haben Drachen bekommen. Okay. Wenn wir einfach insane Player sind. Insane. Jetzt kommst du mit mir mit auf die Board. Nein. Komm mit mir mit. Wollen wir Garrett? Wie heißt das Vieh? Den Scheiß Nasher heißt er so? Ja, warte, genau, der heißt Scheiß Nasher, genau so. Scheiß Nasher. Alter, hey. Timo Main ADC, nächste Patch einfach Timo Jungle. Nee, Garen, du machst das. Oh, shit. Rette mich. Oh, wollen wir sollten. Nee, wir sollten nicht hier sein. Nee. Achso, warum seid ihr denn da unten? Haben wir nicht gesagt, wir machen Baron? Haben wir? Nein, haben wir. Oh. Also, ich lebe immer noch, ich hab gerade hingeguckt. Okay, Mandy. Ich bin da jetzt voll. Fehler wurden gemacht. Gegangen. Ich dachte, wir brauchen schon RIP. Oh, nee. Aber wir hatten noch einen Punkt von dem, warum haben wir den nicht gemacht? Wir müssen mal besser aufpassen, Leute. Wir laufen ständig in die Gegner. Weil die anderen Botlane waren. Achso, ich dachte aber, die kommen hoch. Ich meine, wir beide sind zwar krass, aber Baron. Ich dachte, sie rennen halt ohne Damage. Hoch. Okay. Ja. Ich muss es lernen, Leute. Ich muss es. Ja, Timo Jungle, nächsten Patch. Machst du halt besser, die UTP. Ich finde deine Calls super. Ich habe mich bekommen. Meine Calls heißen Tasten drücken. Okay, Manny. Guck mal, machen die den. Das also finde ich nicht gerecht. Also was ja, weil wir dumm in die reingelaufen sind. Ich bin nicht dumm in die reingelaufen. Wir haben auch nirgendwo Wards stehen. Soll ich da runterflashen und... nee, zu spät. Ach. Ja. Baller was rein. Mhm. Aber jetzt töten wir sie einfach. Ja, Manny, warum hast du es reingeballert? Weil ich mehr gegen kann ballern. Nicht mehr reinballern. Mandy. Ich hab doch gesagt, baller da rein. Was soll ich denn? Soll ich da reinspringen? Nein, du hast doch irgendwas, du hast eine Range. Wir schimpfen auch viel zu wenig. Beim LoL-Spielen muss man immer viel mehr schimpfen. Ich sehe immer Streamer und die schreien die ganze Zeit. Oh boy. Ballern!
Tschüss. Ich glaube, wir sollten jetzt abwarten, bis deren Ach ja, was ich Buff fragen abklingt, wollte, oder? Ist so ein bisschen der Squishy, den ich halt umhauen kann mit meinem Ultimate, wenn ich halt eine gute, natürlich gute Sekunde finde, wo er vielleicht ein bisschen... Miss Fortune oder Echo, weil er noch kein Hourglass hat. Aber Echo, dieser Spacken, sorry, der drückt immer seinen Scheiß so Ultimate heißt und ist halt wieder weg. Deswegen denke ich mal, warum soll ich denn auf ihn springen, wenn er sowieso weg ist? Ja, wenn wir uns gut koordinieren und den Instant aus dem Leben böllern. Denn sollte das eigentlich klappen. Aber ich komm, Bot. Ich sehe da eine Komponente, die nicht ganz hinhaut. Ja. Oh nein, der Baummensch. Citri, it is. Fischmenschen, Baummenschen. We go hack Citri down. Oh mein Gott. Bitte, oh, da kannst du jetzt rein. Irgendwen. Irgendwen. Nein. Komm schon. Warum macht er so viel Damage, der Baum? Ich hab ihn gefiert. Komm schon. Nein, was war das denn für ein Move von ihm? Warum haben die alle das Hourglass? Warum ich keinen? Krieg ich auch eins? Kannst du auch eins kaufen? Ach, kein Geld. Pass auf, Echo kommt von unten. Bei uns jetzt, ich mach ich auch noch, komm. Wie das Spiel wohl wäre, wenn man kein Hourglass hätte. Mit seinen Kamikaze-Kindern. Oh mein Gott, nicht schlecht. Schön. Insane R gedrückt. Ja. Aber im richtigen Moment. Nicht so wie ich. Da habe ich aber auch nicht schlecht. Obwohl, einen Gang habe ich dafür provoziert. Der war gleich wieder. Acht auch schon, guck mal, ich fliehe ja als Einziger, ne? Guck das an. Nicht mein Spiel. Sehr furchtbar. Was soll ich mir für ein defensives Item kaufen? So Arschlochkind hier. Sterax würde gehen. Weil das gut mit der Hydra synergiert. Los, komm, geh rauf. Hol ich mir. Wow, tötet sie alle. Ich hab ihn bestraft. Oh, der Baumboy. Baumboy. Bobby Baumsen. Ich hol mir dich trotzdem. Sind die alle schon tot? Nee, ne? Hier, der. Oh, shit. Inhibitor. Oh Gott, die geht alle raus. Okay, zurück. Wir müssen ein bisschen deffen. Oh nein, ich hätte ihn jetzt gehabt. Fuck. Net was heißt Inhibitor eigentlich auf Deutsch in diesem Spiel? Inhibitor? Ja, deswegen hat das. Ist das ein. Fantasiebegriff? Ja, also es gibt's ja in der. Oh mein Gott, da schießt jemand von der Seite. Ja, ich hab's gesehen. Biologie. Okay. Oder nicht? Sind Inhibitoren nicht irgendwelche Dinge, die Prozesse verlangsamen? Ja. Darum verstehe ich auch nicht ganz den Zusammenhang. Oder ich bin einfach ziemlich dumm. Da muss ich ziemlich viele Inhibitoren in meinem Gehirn haben. Ich wohl auch. Maokai Spot. Was macht der denn, ey? Speedpush Maokai. Wasch dieser. Schön in der Base stehen und auf das Gold warten. Oh, Drake, Drake. Oh, ich mag das alles nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer im falschen Ort. Oh, das bringt zum falschen Ort, an falschen Punkt. Oh, hier ist eine Morgana. Oh, die, da könnte ich rüber. Warte. Nein, Fischjunge! Oh, schön gemacht. Ich habe vielleicht einen falschen geehrt, aber okay. Hier im Chat ist bestimmt ein Bio- oder Chemie-Main. Der wird mir bestimmt gleich sagen, ob ich ein kompletter Vollidiot bin. Da steht da einer hier im Busch. Da haben ja viele kluge Studenten bei uns im Chat. Das Echo macht. Die Leute. Lord, Drake. Meiner, scheiße. Ah. Da. Nein! Baum! Ich wollte nur sagen, dass er da ist. Kämpft ihr? Müssen. Okay. No. Oh, boy. Klick, 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 klick. Ich kann nicht mehr. Ich kann weg. Ding! Alter, dieser verdammte Baum, ey. Ja, ich mag ihn auch überhaupt nicht. Oh nein, wie? Falls wir gleich noch ein Game schaffen, kannst du ja mal gerne Top lane, auch mit Warwick meinetwegen. Ja. Und dann. Oh mein Gott. Unsinn im Jungle durch. Oh mein Gott. Ja, mach genau, vielleicht kannst du dann carryen. Ja. Oder ich spiele Mordekaiser. Ist der nicht Mordekaiser, stimmt. Ich habe den sogar auch. Ich habe halt von früher noch voll viele. Hast du den neuen schon gespielt? Ganz kurz in der. Ich aber nur. Reicht. Also, er kann so keine Toten mehr wieder beschwören, ne? Er macht ja so eine Arena und. Dann kämpft er gegen dich. Du kriegst deine Stats und verhaut dich damit. Sorry Leute, ich hab's echt versaut. Also ein Teil davon. Mal habe ich gefeedet. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja. Mal sind die anderen besser, mal ist man selbst stressig. So läuft's halt. Passiert. Wir gehen ja nicht mit dem Anspruch an zu gewinnen, sondern um wir wollen jetzt hauptsächlich verbessern. Ich möchte auch ein bisschen lernen, wie der Quatsch hier funktioniert. Deshalb. Ja. Ist eine gute Einstellung. Ist bei mir genauso. Ehrenhaft. Kriegst auch ein Honor für hier, State Cool. Ja, State Cool. Juhu, mein erster. Okay, dann stelle ich hier mal auf. Nochmal Play Again. Top Lane. Jo, genau, wechseln wir mal. Also, an sich ist es egal, wer wir im Team sind. Achso. Können wir hingehen, wo wir wollen.
Aber wir wollen. Nochmal ein Ründchen Werbung. Alles klärchen. Dann gehen wir schon mal wieder in die Queue rein, starten das Game und wir sehen uns nach einer dreiminütigen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück. Jetzt wird durchgesmashed. Ich bin im Jungle, meine Main-Rolle. Mal gucken, ich enttäusche jetzt bestimmt hart. Nein, nein, Moment. Vize-Gatze. Ja. Ja. Noch mehr als wir gerade eben kann man ja eigentlich nicht enttäuschen. Also. Also das zweite Match war okay, das erste war so. Wir haben Zähne gezeigt. Warm-up. Alles Warm-up. Wir haben Zähne gezeigt. Milchzähne. Milchzähne. Ja, die haben wir jetzt rausgezogen. Wir haben jetzt unsere Erwachsenen-Zähne bekommen. Ja, ich glaube, jetzt kommen ja die Weisheitszähne. Au, au, au. Jetzt schön. Ihr seht schon, ich bin der Optimist hier. Ja. Übrigens nochmal den Gag von Strays Wonderland eben. Der war echt wunderschön. Die Inhibitoren in League verlangsamen das Verlieren. Mm. Das ist ein super Gag eigentlich. Es ist bloß doof, dass jetzt nochmal aufgewärmt wurde. Ich kenne ordentlich. Was macht er? Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Bitte ausmachen. Das blinkt die ganze Zeit. Was kann Orn? Orn ist Flashbacks. Einfach der Tank. Also der Tank? Wenn der du, Tank. Das ist quasi so ein Tigerpanzer. Ja, geil. Ja, ist tanky, er hält viel aus und fährt trotzdem in die rein und killt dich. Tolle Champions, die es so gibt. Nee, also die klingt auch so ein bisschen. Er baut ja wirklich Full Tank. Also zu killen wird ein bisschen schwierig nach Talibin. Also im Grunde stehe ich die ganze Zeit nur da. Smash the last hit auf die Viecher und versuch. Nee, du kannst den sogar richtig gut vermöbeln am Anfang. Immer wenn er zum Beispiel zum Last Hit geht und du selber gerade Minions vor dir hast, dann nimmst du einfach ein Q drauf. Auf Minions und auf ihn. Ah. Aber das ist nochmal komplexere Mechanics mit Waves pushen und Waves pushen. Klamotten. Das Wichtige ist, wenn du. Schild oder? Ist das richtig? Ja. I don't know, man. Klingt gut. Versuche immer, ihn zu treffen mit dem Q, also mit der geilen Keule und Minions gleichzeitig. Die geile Keule. Die geile Keule. Mandy hat den kürzesten Weg zur Tastatur. Sehr geil. Da. Jetzt bin ich genauso groß wie alle anderen auch. Ich muss ja hier dagegen stehst du gerade? Ach, scheiße, jetzt habe ich den Wort nicht gesetzt. Damn. Ich habe gar keinen Mana, das gefällt mir. Damn. Bam. Okay, wie weit ist das? Ganz schön weit. 9 Sekunden. Kann man bitte 8 Jahre etwas beginnen? What? What? Das ist ganz schön weit. I come to the red. Today. Wurde Sinjar überarbeitet? Macht er was Neues jetzt? Ja. Sein Q ist noch das gleiche. Sein Dash? Genau, der Dash und sein 3 Talon Strike Loot wurde ich hochgeknopft in Sachen Dritten Strike. Mhm. Aber sein W ist jetzt so eher Skillshot-mäßig. Der schwingt einmal vor sich und dann sticht er nach vorne und macht recht gut Schaden und verlangsamt dich, wenn du getroffen wirst. Und seine Ult ist noch ein bisschen wie früher, bloß dass er jetzt zusätzlich noch so eine kleine Mini-Arena baut, wo er keinen Schaden von außerhalb bekommt. Was? Also ein bisschen wie Mordekaiser? Oder eher wie Jarvan? So eine Kombination? Okay, ich bin also gespannt. Du wirst nicht in einen anderen Realm versetzt, aber. Ach, scheiße, ich hab ein falsches Spiel. Weiter genau. Okay, werden wir jetzt schon sehen. Der spielt voll gut. Mag ich nicht. Spielverderber. Echt mal. Boah, macht der viel Schaden. Der hat viel mehr Schaden als ich. Ich sag ja, der ist nett. Wer kommt denn auf solche Holy shit, Early Gank. Okay, wenigstens ist es bei mir. Oh. Just do it. Nein. Ja, hier ist ein bisschen angeknuspert. Alter. Ich hab 3 Autotext abgebrochen. Holy shit. Mhm. Ehre. Ehre, Bruder. Kein guter Start von mir. Sorry. Oh, ich hasse Mandy auch angeknuspert. Okay, ich weiß noch nicht so richtig, wie es funktioniert, dieser. Hey! Oh, scheiße. Oh Gott, ich jungle gerade richtig kacke, ey. Holy shit. Oh, Orn ist voll stark, ist viel stärker als ich. Was hast du mir erzählt? Ja, also wenn er seinen komischen Feueratem da macht, musst du versuchen wegzurennen. Weil dann gibt er dir so eine Schelle mit und die macht abhängig von deinem maximalen Lebendamage. Die mag Schelle, Alter. Voll verkackt, Mann. Oh, du, ich auch. Wir sitzen hier im selben Gemüt. Ja. Ich hoffe, die Kamera ist nie auf mir drauf, weil ich einfach nicht farmen kann.
Abfahrt. Hast du was ab? So hast du gleich was ab? Ja. Das gefällt mir. Moment. Er hat mich ganz schön unter Kontrolle, Mann. Oh, ja, muss einfach defensiv so spielen. Auf die ja, Caitlin geht mir gerade auch auf den Sack. Spiel einfach defensiv. Alter, Mandy. Und schon auf Mirko umschalten. Schön auf Mirko bleiben. Ah, nein. Doch. Das ist so viel Druck. Doch, das will er doch. Musst du flashen. Ach, ich bin doch. Max den Sautopf. Und direkt einen verpasst. Ja. Und noch einen verpasst. Nein! Das schneiden wir raus. Wir schneiden nur rein. Wir machen so immer richtig heftige Hardcuts und immer nur, wenn ich den Farm mache. Ach, shit, ich bin. Sehr kurzes Video, oder? Ja. Ja, das machen die YouTuber doch heutzutage so. Schöne Highlight-Wheels. Dann legen wir noch ein bisschen dramatische Musik drunter. Wir würden uns sehr auf den Gang freuen hier. Siehst du das? Ach du. Oh. Er kommt immer noch runter. Level 4 gegen Level 3, Brudi. Was ist da los? Finde ich gut. Mach ich mal schön platt. Ich will hier noch so ein bisschen kommen. Ah, geschafft. Ich brauch noch Creeps. Du musst eigentlich. Ey, ich weiß, du musst zurück. Aber wir müssen die Stellung halten, bis Martin kommt. I hope the crap ist der. Ja, wir müssen bis Level 6 warten, glaube ich. Okay, dann sind wir schon, bis dahin schon tot. Okay. Ja, ich könnte gleich versuchen, gleich runterzukommen mit Speer. Ah. Katharina hat einen Ward du musst in der Mitte gesetzt. Okay. Muss kein Gang sein, muss nur kurz Präsenz zeigen. Oh boy. Der macht so viel mehr Schaden. Moment, ich mach kurz Krabbel, dann kann ich mir ein bisschen mehr Leben offensiv spielen. Ich möchte auch Ohren. Voll gemein. Ist einfach gut gegen Mordekaiser, da bin ich wirklich sehr schlecht. Ich bin inbound. Der kommt jetzt in deine Richtung. Okay. Er wartet auch immer so ein bisschen ab, bis ich meine Talente gemacht habe. Nice. Lecker. Lief besser als erwartet. Oh, du gehst nochmal rauf. Oh, Martin. Ich wollte bloß ein bisschen Damage machen. Ja, jetzt wo ich hier die Wave unterm Tower klebe, bin ich nicht drauf. Ja. So ist es gut, genau. The Red Team must die. Okay, das ist doch die Reihe. Willst du die Wave nicht mitnehmen? Nee, ich möchte gern zurück, ich hab Angst. Ne, das ist fein. Ah, ich hätte gern mehr Mana! Mana! Ich bin tot. Wie entspannt das rauskam. Doch, bin tot. Ich weiß halt nicht, was der für komische Talente macht. Das ist total weird. Er kann über die halbe Map einfach so ein Ultimate machen. Soll ich dir kurz erklären, was er so ein bisschen drauf hat? Das wäre sehr nice. Wer braucht Farm, wenn er Champions farmen kann? Weil sein Q haut er so ein bisschen auf den Boden, da kommt da so eine kleine Linie und dann kommt immer mit einer fixen Distanz so ein Puller raus, so ein Pillar. So rum, nicht Puller. Eine Säule. Eine Säule. Okay. Ist der deutsche Begriff dafür. Und. Nee, mir auch nicht, aber. Das macht zum einen Schaden, slowt dich. Und mit dieser Säule kann er noch interagieren, indem er mit seinem E hindasht. Und dich dann in der Nähe davon hochhaut. Dann ist er auch so eine kleine rote Ecke. Kann er dashen? Ja, ist ein Mini-Dash. Also, schon ein ordentlicher Dash. Mini-Dash. Ist schon ein guter Dash. Und gut, genau, der W ist dieses, wo er Feuer spuckt und ihr dann so eine Schelle mitgibt. Mag die Schelle nicht. Schelle. Die Schelle ist auch viel. Die Hornschelle. Und der E ist halt dieser Dash, den ich eben gemeint hatte. Ja. Wenn er da gegen Terror oder. Oh. Shit, bin ich da? Keine Ahnung, was abgeht. Oh, komm zurück. Aber wird doch bestimmt mal nach oben kommen und mir beim. Ich hätte smiten sollen. Geh erstmal kurz nach unten. Igniten, okay. Nicht smiten. Hä? Oh. Igniten, nicht smiten. Ja, igniten meine ich. Nein. Die drücken müssen. Inbound unten. Oh, ja. Viel zu greedy, ey. Ja. Scheiße. Auf Janna? Oh shit. Janna! Ja, ich bin in eine Falle getreten. Wo ist denn der Flash? Ach, scheiße, das war jetzt ein richtiger. Ich hoffe, das war nicht drauf. Oh, scheiße. Katharina kommt. Der Flash war richtig. Katharina kommt. Boosted. Lass sie doch kommen. Machen wir auch noch. Komm. Keeper coming. Komm her, Mädchen. Kann er einfach machen. Ah, die haben den Dragon gemacht. Ah, oh, ist der low. Shit, Drake. Oh Mann, ey, ich bin so kacke. Kack, yes. Nein, sie haben es gesehen. Damn. Was haben sie gesehen? Mein Superflash. Ich wollte eigentlich den Busch flashen. Und. Flash den Busch. Das war's. Ich hab nicht mal den Busch gefunden. Das war drauf. Ich glaube, danach muss ich deinstallieren.
Der spielt so pushy, ich kann überhaupt nichts machen gegen den. Katharina hat keinen Flash. Das wäre für dich interessant, Martin. Ja, mal gucken. Ich meine, ist es nicht anstrengend, die ganze Zeit zu stehen? Nee, es geht, danke schön. Okay. Crazy Dude. Hat er umgewardet? Ich will ihn echt nicht verhauen, ich habe Angst vor ihm. Ja, ich bin ja auch noch da. Ganz sneaky. Sneaky Mandy. Und sneaky. Das Xin, Achtung. Okay, Xin kein Fisch. Ich komm. Ich komm, Martin, ich komm. Okay. Oh Gott, das könnte schief. Da ist noch keine Ulti. Das sind so viele Minions, geht da nicht okay. rein. Oh, hier raus. Okay, alles cool, raus. Kata kommt. Ich hab Ult. Kata kommt. I got the Ult. Ich lauf da halt auch rein. Ich glaube, die Alte kommt hier gleich vorbei. Nicht die Alte. Kann ich den haben, Martin? Uff, EP-Bären ganz lecker, du. Hm? Die EP-Bären gerade ganz lecker eigentlich. Den nächsten kannst du gerne haben. Ja, ja. Verstehe das schon. Sagen sie immer. Typisch Jungle, ey. Okay. Komm, 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 komm. Scheiße. Oh, jetzt habe ich meinen Backpot abgebrochen. Ich hasse es. Wer ist eigentlich deren Jungle? Ah, das ist Jao, ist das, ne? Das ist Jao. Das haben wir einmal gesehen. Bei seinem Fachkreis ein Rüdiger Müller genannt, ich weiß nicht warum. Ich muss, glaube ich, sterben. Okay. flash ich? Nein. Geh mal zurück, was? Report Jungle. Ah, ich report mich selbst. Obwohl der generische Jungle. Ich möchte ja nicht einen Krabben-Dance, einen Krabben-Rave einfügen, aber. Aktuell. Kann man einpushen? Zu aggressiv, zu aggressiv. Ich immer besuchen. Pushen gerade. Kann so nichts machen. Mir scheiße alles. Ey. Diese Ohren. Wahrscheinlich. Egal, was wir den Dicken haben. Okay, bitte. Geht Party. Unten ist da was drin. Wenn er sah aus Midland. Das ist jetzt Richtung Ult unterwegs. Okay. Könntest du mal ulten. Okay. Ja, das ist ein Ward, okay. Mach bloß den Ward kaputt. Mist. Ist der Blasting going da? Aha. Okay, ich geh mal lieber raus. Ja, klar. Der ist so cocky hier oben. Könntest du 100 pro irgendwann mal demnächst wegsnacken. Der denkt die ganze Zeit, er macht mich platt. Und das macht er ja auch. Oh, der ist eh schon drin. Zu spät, okay, jetzt geht er zurück. Obwohl. Nein, er pusht weiter. Er ist total. Er denkt wirklich, er hat's. So. Können wir unser Glück probieren? Ich glaube zwar nicht, er hat noch ein bisschen viel Leben für mich. Ich habe noch nicht wirklich Items. Aber ja, wenn ihn nochmal genau schaut. Wenn er zusammen da raufballert. Und er ist mit 10. Tja, was soll ich sagen? Jetzt pusht er auch nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist er weg. Jetzt ja, wahrscheinlich mit Wallet irgendwo da. Ja. Ich mach das. Mit Lane, wir können auch auf Cutter gehen, Martin. Oh, Achtung unten. Ja, kommt Cutter. Cutter, also, kommt. Cutter teleportiert sich zurück. So, mit der W kannst du dich übrigens schilden und dich heilen danach, wenn du zweimal aktivierst. Kam gerade im Chat, ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast. Das ist ein Pinkwall. Ja. So, was kam? Bei Möglichkeit zu. Im Chat wurde gerade gesagt, dass du dein W benutzen kannst, da kriegst du ein Schild und der Schild, der übrig bleibt, wird zur Hälfte in dein Leben konvertiert. Ich komm mal oben rein. Das ist gut zu wissen, dankeschön. Also ich kann es zweimal aktivieren quasi. Cutter ist Miss. Ich dachte mal, das ist nur ein Schild. Das muss man ja. Ah, ich komme, Martin. Drake ist eine halbe Minute ready. Kann mich nicht mehr weg, fuck. Mal gucken, ob er greedy ist. Fuck, fuck. Mach mal die Ward hier kaputt. Siehst du mir. Okay, nicht schlecht. Der ist nicht im Busch. Guck, warst du das? Ja, der war mega low. Das sagst du einfach. Drake ist ready. Jo, ich komm. Nö. Dieses Lasting, ich bin so schlecht da drin. Ein Sau kann auch straight hinlaufen. Nein, okay. Man kriegt irgendwie Geld pro Plating von dem Tower. Ja, genau. Die ersten die gehen schneller und danach haben die ein bisschen mehr Resistenzen. Dann geht's ein bisschen langsamer. Shit. Ich will das Geld haben. Money. In the ja, können wir gerne mal mitholen, Martin. Jo, ich hab die Cutter, können wir. In der Mitte kann ich bloß mit Ult gehen, weil da keine Büsche in der Nähe sind groß. Ja, wenn du Ult hast.
Nein, da ist er wieder. Ich mag ihn nicht. Wartest du mal es? Im Dicken. Ja, gerade nichts. Krass, wie schlecht ich bin. Okay, die haben die Techno-Kramme einen Tod erst. Cutter ist Miss. Oh, also eine neue Dota-Diskussion würde ich hier wirklich nochmal. Hat man schon mal beim ersten Mal. So, ja. Ich verstehe nicht, wann mein komischer AOE ausgelöst wird. Wenn du ihn dreimal triffst. Wenn du entweder Skills oder Autotext dreimal hintereinander triffst. Guck mal, wie er mich einfach kaputt haut. Er macht einfach so viel mehr Schaden. Ja, gut, ich hab sogar ein volles Schild auf ihn angewendet. Das war ihm scheißegal. Steht nämlich auch einfach im Tower und lacht sich ins Fäustchen. Oh, shit. Ich lasse mich halt immer von Top Lane ist halt auch nicht so spannend, oder? Nee, ist auch eine sehr unattraktive Lane zum Game. Okay, Sinja macht den Drag. Scheiße, hab ich wohl auch gepasst. Er hat einen Ward gemacht. Ja, ich kann auch nicht so viel machen. Irgendwie ist halt irgendwie jeden Trade verliert. Können aber hin. Er hat gerade gewardet bei mir. Oh, ich bin so tot. Ein netter Versuch. Aber, oh, Cutter. Ich chill ja mal so rum. Komm mal zu euch in die Mitte. Ja, die kriege ich auch noch. Nee. Ah, schade. Pass auf, Caitlyn kommt auch. Jo. Ja. Möchte auch Katzenfutter werden. Ich verschwinde. Ah, es war scheiße. Ich hatte meinen Stun nicht ab, weil ich den für den Drake benutze. Ja, du hattest versucht, den Dragon zu machen, aber... Ja, genau. Und dann hatte ich den Stun nicht, um die Cutter-Hold zu stoppen. Das ja, war ärgerlich, aber... Ne, ja, ich hätte auch rausflashen können, aber ich war zu greedy. Hast du jetzt zumindest den Dragon versucht? Die Minions wollen um die Welt ziehen und wir töten sie einfach. Mit ein bisschen Taschengeld, um die Taverne zu bezahlen. Ja, wartet wieder. Ist, oben ist Miss. Keine Ahnung, was er vorhat. Komm mal, Mondi. Ja. Er ist wieder zurück. Nimm den Tower. Ja, der Drücker ist weg. Oh. Shit, du wolltest einen Blubber, fuck. Kommst du schnell her? Ja, komm mal. Hm, was macht eigentlich so genau mein Ultimate? Also, es stiehlt 10% auf den, von den Stats auch noch. Okay. Jo. Das ist ja nicht so der Hammer. Hm. Naja, du hast halt mehr Stats als er. Also, ich hab grad wenn der Gold ausgeglichen wäre. Das geht so eigentlich gerade noch. Ich bin klar, der hat zwei Kills, aber... Keine Ahnung, wo der ist. Ja. Meine Egel gehen los, obwohl ich... Cutter kommt auch oben. Oh, shit, ich bin sauer auch. Ich hab meinen Schaden nicht so richtig im Griff. Kommen die nur nach unten. Dann ist Flash ein Shit. Drei in der Mitte. Komm auch. Wir haben keinen Herald bekommen, das geht klar. Das geht klar. Jetzt bin ich vom Farm behind, das gefällt mir gar nicht. Ich bin sehr ungerne. Wo ist was zum Vernaschen? Da, Jenna zum Vernaschen. Pass auf, Katharina ist da auch Mitte noch. Die kommt runter. Katharina kommt runter. Nee, macht sie nicht. Wollen wir Cutter? Lass sie krass. Machen wir jetzt irgendwie Groupfights oder so? Der macht immer noch hier den Scheiß. Shit, da war ein Hit. Ah, fuck, da hab ich den Tower kassiert. Yeah. Damn. Ja. Scheiße. Die Frau macht schnell. Der muss der muss überhaupt auf nichts achten, der Dude. Cutter macht Damage, aber sehr viel. Das ist wieder so ein komischer Kek, ey. Ja, die machen halt auch immer die Emotes. Die sind halt so richtige Leute. Richtige Salzboys. Salzboys ist ein schöner Begriff. Ja, ich bin noch nicht so richtig überzeugt gerade hier von dem Kram. Ich finde, du machst das super. Du kannst gegen ihn diese Liandris Liandris Tournament auf Englisch rushen. Okay. Weil er viel Leben steckt und das macht trotzdem nur allen Schaden. Oh mein Gott. Er macht so viel Schaden. Oh. Schön, Marco. Oh, schade. Kriegt die ganzen Last-Tipps nicht auf die Reihe. Bang! Warum mache ich denn auch so wenig Schaden in meinem blöden Hammer? Der ist riesengroß. Mann, ey. Ja, mit Kasse war das, glaube ich, auch ganz geil. Mich wieder verklickt, ey. So ein dummer Scheiß. Was klickst du denn da immer? Mein Mirko. Physical Damage. Okay. Was nehme ich denn? Ja, alle so ein bisschen in der Mitte da, ne? Jo. Randolin zu oben oder Gargoyle? Gargoyle. Gargoyle. Also die müssen da mal was machen. Jo. Ja, stimmt auch. Tot. Okay. Aber ich kann leider nicht mehr machen ohne Push. Oh mein Gott, die haben so viele Charges rausgekriegt. Oh, wieso? Nein! Stück. Vier Charges. Nicht schlecht. Okay.
okay. Dann macht sie alle klar. Nein, oh, das Gott. Ist ja, jetzt ist sie jetzt halt typisch Cutter, so. Also, wenn die ein paar Kills hat, dann ist sie einfach nur eklig. Hehehe. Ah, du warst gerade in seiner Arena. Ja. Im Reich der Schatten. Nein, nein, ich habe gelernt, das ist das Kackreich. Das ist Mann. Das Kackreich. Okay, Tigerpanzer, ich hol dich. 10-10, ist unser Game. Ich komm. Ja, wir werden halt besser. Wieso tapp ich denn jetzt auch die ganze Zeit rum? Holy shit, was war das? Okay, das Ding ist mal wie ein Tigerpanzer. Ja. Wollte flashen, oder? Das ist schon spaßig. Holy shit. Meine Fresse. Ich bin auch wieder einfach in den reingelaufen. Drake ist so wie das die Profis machen. Ja. Fällt und fragt, du, was soll ich hier machen, du? Ich kann ja nicht alleine reinrennen. Die anderen beiden Boys waren tot, noch weiter behind fallen ist auch dumm. Bin mir noch nicht ja, so lass mal den Dragon holen. Ja, alle Richtung Drake. Kannst du schon mal, kann ich schon mal warden ein bisschen da drumherum? Shop gerne Wards. Auf dem Weg. Hier. I'm on my way. Muss ich Kate allein? Nee, scheiße. Fuck. Never mind. Nein, oh nein, die sterben. Oh, nein. Not good. Passiert. Unser bester Mann. Fällt mir gar nicht, wie sich das entwickelt. Oh oh. Natürlich contesten sie jetzt. Oh Gott. Oh Gott, das war aber ein guter. Oh Gott, wer hätte raufgehen müssen? Ich weiß nicht, was ich machen will. Versuch, Cutter rauszuziehen mit deiner Ult gleich. Ah, du hast ja keine Ult. Noch nicht, in 20 Sekunden. Also, sie mit Drachen kriegen sie halt. Ist das der Superdrache, wo man dann diese Seele kriegt, wo man einfach alle ab 20% tötet? Nee, das ist der fünfte dann. Okay. Ah, okay. Das ist fein. Das ist der dritte. Erst wenn ein Team so eine Seele hier oben hat, das Rautending in der Mitte. Das ist fein. Dann ist Kacke am Dampf. Wenn die das haben, dann ist vorbei. Ach Quatsch. Dann drückt Cutter einmal Ult und dann. Alle RIP. Wir müssen Cutter snacken, oder? Du solltest dich auf jeden Fall darauf konzentrieren, auf Katharina, dass du sie jetzt tanken kannst, wenn sie ultiert, ne? Mhm. Schön auf Ohren. Auf den Tigerpanzer? Boah, ungern. Aber er. Wenn ihr zu dritt seid, dann macht ihr euch wahrscheinlich. Okay, wir müssen aufpassen. Oh, da spielt ja Cutter, ey, er hatet. Wo ist Cutter? Ich sehe halt auch irgendwie nicht so richtig. Ja. Okay. Danke. Ach, das. Wie macht man Damage gegen sowas? Ja, mit Blade of Doom, King, Liandris. Okay. Gut. Dem scheint es ja recht egal zu sein, dass wir eben zu dritt auf den raufgegangen sind. Ja. Alter, ey. Das ist echt so behindert. Da kommt einer. Ah, oh, shit, da kann ich aber nicht rein. Oh, shit. Oh, shit, Mann. Hä? Okay. Das ist ja einfach... Okay. Ach. Tudum. Schade. Ich glaube, GG. GG. Okay. Obwohl es gut angefangen hat. Ja, das stimmt. Das bringt uns auch nichts. Wir brauchen Siege. Ich muss erst mal lernen, was diese ganzen Helden hier können. Ja, dafür schlägst du dich ja gar nicht so schlecht. Dafür, dass du ohne vorher noch nie gesehen hast. Der ist echt fies, Mann. Der macht viel mehr Schaden als ich, hält viel mehr aus als ich. Ich verstehe das nicht so ganz. Der ist schöner als wir. Ist das so gewollt? Das freue ich mich schon seit mehreren Patches. Okay.
würde ja sagen, wir haben es late, aber... Auch das. Den Gag lasse ich langsam. Wir haben es auch nicht. Oh. What? Ah, okay, Tilt. Da ist die Wolle. Oh. Mann! Ich will da gar nicht hin. Ich hatte keine Ult. Ja. Ich hatte zumindest gedacht, dass dein Ultimate sie dezimieren würde. Oh. Da sind die einfach so und stehen da rum und... Auch nö. Oh nö, geh weg. Oh. Ist irgendwer tot bei denen, ne? Nö. Nee. Leider nein. Ja, M-Tjak, ich verstehe deine Kritik und so auch immer bloß so zum Reinschnuppern. Es ist ja noch kein festes Format hier. Wir try ein bisschen rum. Ob es Bock macht. Ob es gut ankommt. Kata, hau ab. Ja, vielleicht hier. Schlitz. Schön. Durfte auch mal draufhauen. Mieze-Katze. Oh shit, Drake, den müssen wir contesten. Cutter ist down, die hat das meiste Gold im Team. Hier ist leider keiner weiter. Wir sind hier ein bisschen auf uns gestellt. Oh, Lord. Shit. Ist schon tot? Jo. Shit. Ja, ja. Da kam die 700er Caitlyn Ult. Hat mich rausgeballert. Boah, okay. Gamer-Pose activated. Oh, okay. Ja, Kate. Nicht. Also, wir können ja aufgeben und dann machen wir noch eine Runde Aram. Können wir auch machen. Können wir tun. Ja, finde ich auch. Ich glaube, hier ist eh nichts mehr drin. Never surrender. Ich mag die Einstellung, aber... Na gut, ihr not today. Ihr bietet keinen Mehrwert gerade. Ja. Niemals! Alleine hätte ich auch nicht aufgegeben. Ah, Aram mit Community. Stimmt, da können wir gegen die Community spielen. Da ist nicht ganz so wild, ob die uns sehen oder nicht. Ja. Okay, wer will noch aufgeben? Ja, ich. Mandy. Ja, ich häng noch, aber. Tu es. Aber. Ja, was bringt aber, das? Tu es. Ah, das ist wie so am besten. Ja, zum Zugucken mag ich es auch nicht so. Aber zum. So ein bisschen zum Entspannen jetzt die letzte halbe Stunde. Sofern wir es überhaupt noch komplett durchschaffen. Leute, war auch ein gutes Game. Darf bei Aram nicht. Langsam komme ich dir nicht kenne. Besser. Zwei, vorher waren wir schon weit zurück. Jetzt sind wir nur zurück. Ja, genau. Vorher war es so ein Kilometer. Jetzt sind wir schon bei 900 Meter. Ja. Also es macht halt schon Spaß. Also ich fühle mich halt nur so nutzlos. Bin halt schlecht. Also ich meine, play again. Create custom. So, custom. Ja. Hallo, habe ich Caps Lock an? Ja. Bo. All random. Da Howling Abyss, all random. Achso, du machst. Jo. Lobby. So. Nevermind. Dann lade ich euch schon mal ein. Aber fehlt nicht mal einer? Wieso? Achso. Wir laden euch jetzt hier in die Ach so, dieses das Ding verstehe. Ein. Ja, okay, macht Sinn. Dachte, das geht dann direkt von dieser Party. Nee, leider nicht. Also soll ich aus der Party rausgehen? Genau. Und dann lädt dich einer von den anderen Bobbys ein. Achso. Ich kann, glaube ich. Nee, oder so. Mysterio. Irgendwer fehlt noch. Da sind alle, okay. Muss ich in ein Team? So, okay, wer jetzt mitzocken will, geht's bei den Custom Games rein und sucht nach Aram Bonobo, heißt das Spiel. Okay. Und das Passwort ist. Oh, sorry. LOL. LOL. Reingeschrieben. LOL. Also im Chat schreibt jemand, Robin ist dabei, der Mann meiner Träume, wenn ich weiblich wäre. Also Robin ist auch der Mann meiner Träume, obwohl ich ein Mann bin. Zitronenkojote. Wir beide. Später. Das ist ein Fall. Okay. Ja. Und rein oder wie? Na, ja, zugucken ist eigentlich Quatsch. Ihr guckt uns ja eh zu. Oh nee, ich bin nicht Diana. Ach scheiße, gibt's doch keine Rerolls. Warum machst du nicht was mit Rerolls? Das geht nicht beim Custom.
Oh, ich okay, wir sind alle unzufrieden. Ist das richtig? Ich habe Annie-Skins. Ich bin zufrieden. Ich habe Annie-Skins. Wo kommen die auf einmal her? Okay, Diana ist halb okay. Ich weiß gar nicht, welche Runen man mit Poppy spielt. Poppy, die was nehme ich mit Poppy mit? Bin ich nicht dran. Hm? Ist ja Rabus lieber? Den habe ich auch noch nie gespielt. Ich spiele das, was du nicht so gerne spielen möchtest. Jemand anders nehmen? Das ist alles scheiße. Bin ich ehrlich. Das ist. Geil. Was nimmt man mit? Entweder Dark Harvest oder Aftershock. Irgendwie sowas, such dir was aus, was hübscher ist. Ich bin nicht ganz überzeugt von unseren Champs. Ich auch nicht. Wenn ich sehe, was die so haben. Ja. Oh Gott, Annie. Annie haben sie nicht überarbeitet, ne? Oh, ich weiß nicht. Nee, sie sieht ein bisschen anders aus. Ja, Tibbers steuerst du aber immer noch mit alt. Macht Scheiße. Ja. Okay. Und Tibbers ist jetzt ein bisschen geiler als früher. Wenn du stirbst, geht er automatisch, glaube ich, auf den, der dich getötet hat und ist. Scheiße, ich hab's nicht gespeichert, in so einem Rage-Modus. That's smart. Kloppt der ganz geil drauf. Stand with Brom. That's smart. Was ich jetzt hab. Oh, die haben einen schönen Caitlyn. Scheiße, ich hab Conqueror. Oh, Nidalee. Oh, Zoe. Toll. Zoe. Das wird ja richtig super. Wow. Ich hab den ganzen Tag bestimmt gute Laune. Wenn wir lang genug durchhalten, Tanks gewinnen die Games, Leute. Die ja, pauken ja, uns klar. Zu Tode. Wir müssen nur lange schon auf die Spiele. Oh, ich sehe schon. Ich krieg alle Javelins ab. Sind noch so scheiße wie früher? Wurde die geändert? Ein bisschen. Aber der Speer ist immer noch, wenn man halt schön weit. Okay. Immer noch der Speer der Liebe. Ja. Oh, nee. Na, wenigstens haben die Spaß, ja. Ja, immerhin haben die Games, die Zuschauer ein bisschen. Genau. Wenigstens fünf. Das gibt's aufs Fressbrett. Ja? Sicher. Schön mit Ramos. Bei uns oder was? Ja, bei den anderen. Regelt. Na. Peng, peng. Ich weiß nicht mal, wie man die. Du weißt, wir sind das obere Team, ne? Nicht das untere. Ich glaube, an die Macht der Freundschaft. Ja. Vielleicht spielen die ja mit Absicht schlecht und lassen uns gewinnen. Ja. Das funktioniert nicht immer, Robin. Nehmen wir einfach das, was das Spiel mir vorschlägt. So. Ja, ich nehme auch das, was ich vorschlägt. Ich diskutiere auch nicht mehr. Sondern ich sage einfach, mache nur noch, was mir gesagt wird. Es wird akzeptiert. Ja. Es wird noch ausgeführt. Okay, was macht dieser Scheiß? Creates 3 Orbiting. Kennst du den Champ überhaupt? Diana habe ich schon mal gespielt vor Ewigkeiten. Okay. Da hat sich nicht viel geändert, außer dass ich weiß einfach nur nicht mehr, was der hat. Also ich glaube, ich kann mich so ranbeamen, ne? Genau. Das war früher die Ult und diesmal ist es, jetzt ist es der E. Okay. Deine Ult ist jetzt. Ah! Moment, Leute, wie lange? Nein, ich hab nur einen Schneeball geworfen. Oh mein Gott! Entschuldigung. Conqueror, ich glaub, da wollte eigentlich einer nur Hallo sagen, aber na gut. Hier gibt's keinen nur Hallo sagen. Hier gibt's aufs Maul. Okay, was macht denn mein E? Ich will es doch erstmal lesen. Das ist doch Dash. Das ist der Dashing to me. Lesen, schmesen, du sollst spielen. Na, warte erstmal, die Poros füttern. Ah ja. Wenn du mit deinem Q die vorher markierst, kriegst du ein Reset auf den E. Achso, ich kann, aber kann ich immer mit dem Dashen? Zu du allen? Kannst immer dashen, aber dann hast du halt keinen. Dann hast du Cooler und wenn das. Oh, das ist aber sehr lang. Genau. Okay, jetzt so. Check ich das langsam. Sperrchen. Muss ja auch mal hier erstmal. Ach, das ist das Ding. Okay, jetzt bin ich fast bereit. Oh nein, Zoe kann nicht connecten zum Game. Okay, wir müssen so spielen, dass Nidalee darf keine Speere werfen. Das ist die Regel vom Spiel. Nein! Da hat sie einen geworfen. Gegen die Regel. Gar nicht? Nochmal neu starten? Mal das Game komplett neu zu starten, maybe. Wer? Die gegnerische Zoe kommt nicht mehr ins Game rein. Oh shit. Ach, sie ist so komisch reingekommen. Ja. Ja, dann. Oh, was das? Au. Ignite. Ich hab den Bären gekillt. Au, au, au. Aua. Nein. Okay. Ich glaube, ich verstehe langsam, was ich tue. Aber nur langsam. Du tust Leuten wie. Ach, das wäre so schön. Oh, fast hätte ich sie gekriegt. Aber da ist zu dumm. Ein Problem, das mich oft verfolgt im Leben. Oh, was?
Ist das so, dass wenn man schneller kriegt, ist man mehr Profi in diesem Spiel? Ja. Okay. Und mehr APM, ist überall so. Okay. Peng. Ich glaube, dein Ball connectet gerade echt nicht wieder. Ach, das ist doch doof. Bisschen lame. Wir könnten actually trotzdem gewinnen, aber. Wir verlieren einfach trotzdem. Das geht halt sorry für Caps, sorry für all Chat. Oh. Hi. Amos am Rammen. Los, tötet ihn! Hey, Moment, du bist einfach weg. Ja, ich bin auch tot genannt. Aufgeploppt. Können wir hier mal das leckere Health-Ding nehmen, Leute? Ja, ja, genau. Yum, yum. Schön reinkniespern. Was ist denn mein R? Das ist der Reveals. Die Enemies und dann? Das ist okay, so meine Ult ist ready. Du ziehst alle an dich ran. Mhm. Und nach. Meine Ult ist auch ready. Na, ich glaube, nach 2 Sekunden so kommt so ein Mondglöd von unten. Also, ich muss nach rein und kommen. Ja. Genau, bei vielen Leuten am besten. Je mehr Leute drin sind, desto mehr Damage macht. Das ist doch wundervoll. Damit kann ich arbeiten. Ja, oh. Ich bin immer ready, um reinzugehen, Leute. Mhm. Ich glaube, der Boy no schafft es nicht. Ich warte auch auf den Gage. Weil Stun ist ready, Ult ist ready. Alles ready. Nein! Da bin ich dem Pfeil ausgewählt. Hast du den Schneeball, Bitch? Nee, Freudig. Leider nicht. Ey. Au! Jetzt haben sie Angst nämlich. Nee. Ja, weil sie es mitbekommen haben. Sie wissen, die hören es, sie wissen es doch! Wir gucken gerade in den Stream! Ich flash jetzt rein! Ey, mein Spiel limitiert sich wieder. Was soll denn sowas? Das ist so geil. Zoe ist noch nicht wieder drin, ne? Nee, aber er reconnected gerade. Okay. Sonst ist das mega weird. Ich dachte erst, das mache ich selber, aber ich habe nicht mal eine Taste auf der Tastatur gedrückt. Oh, bei Flieg? Sondern nur rechts klicken. Daneben. Zeit, also. Wer weiß, Franz liegt. Ich habe meinen Schneeball auch verkackt. Ich möchte mehr leben. Hat jemand Heilung? Heilt mich. Strafbier. Nein. Strafbier hätte ich gern schon. Peng. Weil ich so schlecht war. Für jedes verlorene Game Bier Exen. Dann wäre ich schon wieder interessiert. So werden am Ende wenigstens alle glücklich. Oh. Damn. Ramos, du musst mal rein da. Ja, aber. Ja, echt, ey. Ja. Mach mal schon wieder. Ey, mach doch nur Rechtsklick, so kann ich nicht mit dir arbeiten. Achtung, Heilung? Das ist bestimmt jemand in der Regie und lacht immer. Minimiert mir das Spiel. Oh nein. Das ist ja ziemlich witzig. We are removed from this party, ey. What? Gott, komm, ey. Ja. Ich geh mich kurz heilen. Bitte nicht sterben, ja, Leute. Ja, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen mal ein bisschen Action hier. Ja, ich hab auch nichts zu tun. Los. Nein! Wo ich nicht da bin. Ja. Das war doch ganz gut schon mal. Oh mein Gott. Hey. Oh. Bisschen deep. Gleich behind Braun. Wer pinkt denn da so wild? Gut. Me dead. Die will halt auch ohne den fünften Mann. Ja, die sind ganz gut. Ich werde auch noch von Party spielen. Ach was. Sehr geil. Wir haben nur noch nicht genug Damage. Fuck. Nice one. Schön. Ja. Guck mal, die haben auch viel mehr Kills als wir. Die können das halt. Noch. Bin schon ein bisschen stolz auf unsere Community. Wären wir enttäuscht, wenn die schlechter wären als wir. Da würde ich mir auch Sorgen machen. Und das sind nur 4, muss man immer dazu sagen. Ja. Sag das nicht so laut. Aber so ist es halt eher fair. Klick, 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 klick. Das ist ein bisschen lame. Schade, dass die eine nicht mehr so jeden Fall reinkommt. Ne? Jo. Au. Ja, kommt doch her. Traut euch doch. Arsch. Immer wenigstens... Ja, so. Nein!
Still alive. Oh. Macht ihr danach noch eins? Nee, danach geht's Stand weiter mit Raum. Ori and the Wisp of Wind? Ori and the Will of a Wisp. So rum. Ja. Irgendwie so rum. Mit Andreas. Oh, Andreas. Das Spiel habe ich auch richtig Bock, ey. Shit. Here we go! Und neben gehauen, ärgerlich. Ich muss. Oh. Oh! Ein Auto noch, dann wäre es. Aber ich. Danke! Was? Los, komm, Timo! Verprügel sie! Welcher Timo? Ich hab Poppies. Ich hab nie gespielt oder ich spiele die nie. Sollte ich das mal machen? Ja, Firma Teamwork mit Kommentator wäre natürlich optimal. Dann müssten wir nicht die ganze Zeit noch sabbeln. Können wir das Spiel irgendwie spielen. Würde ich auch mal zuhören, was ihr so sagt. Das empfehle ich dir nicht. Ist so jetzt eigentlich wieder da? Hm? Nee, leider nicht, aber... Ich komme! Das reicht auch so anscheinend. Ja, es reicht auch so. Haben wir so eine schwere Zeit. Oh, what? Feels bad. Jawoll! Hand ihn! Haut ihn! Er rennt einfach weg. Das darf er das? Shit! Link GLB. Gibt's ja nicht, ne? Okay, das war nicht ja, so gut. Lalalala. Das war sogar schlecht. Naja. Diana mag ich nicht so gerne hier. Sagt auf Twitch und LOL, auf Twitch sind LOL und Dota 2 immer noch die meistgeschauten Spiele. Brauchen wir da wirklich ein anderes LOL-Format? Ja, warum nicht so, ne? Ich meine, das hier ist ja mehr so Casual Play grad, ohne großes Gedanken dahinter. Zu verschwenden, vielleicht kann man da ein bisschen mehr drauf machen. Aber dafür müsst ihr auch die Videos in den Olymp klicken. In den Olymp? In den Olymp. Oh. Wäre schon mit 10.000 Frieden. Be honest. Rim, rim, rim. Keine so Nicole. Ich bin die Caitlin. Oh Mann, ey. Verkacke die ganze Zeit meine Ulti. So traurig. Oh mein Gott, machen die viel Schaden. Ja. Ich laufe die ganze Zeit in diesen Speer rein. Ich laufe in alles rein, was reingeflogen ist. Finde ich sehr gut, weil dann trifft er mich nicht. Oh Gott. Ich check diesen Helm noch nicht genau. Wie oft kann ich das benutzen? Bär! Nein! Oh. Dead Bear. Da bin ich sofort. Ja, ich hab überlebt. Ich nicht. Yay. Gönnen wir ihn diesen Sieg. Gerne weiterhin LOL auf RBTV. Ich hab Bock. Frau Leute, hier bestimmt auch noch weiter. Ja. Yes. Das Spiel bietet mir komische das vorgefertigten Items sind alle scheiße. Warum hab ich die das gekauft? Das ist echt scheiße. Achso, zumindest im Aram. Mormir kannst du sogar bauen. Ja, das ist ja totaler Mist. Ich hätte mal vorher lesen sollen, was da steht. Nichts davon hilft mir hier. Na gut. Die Windows-Updates wieder. Was will der? Naja, so ist wieder da. Aber achso. Die üblen Windows-Updates. Microsoft hat wieder für Spaß gesorgt. Wie gemein, die machen auch die Emotes-Spammerei. Ist das nicht irgendwie so ein Anzeichen für... Folgt mir, meine Freunde! Disrespect. Entweder für Epilepsie oder so? Entweder für Langeweile oder für BM. Oha! Ich dachte, vielleicht hat das auch was. Ich will mit... Die Kete haben wir. Auf die Kete. Oh, Kete, ich bin dumm. Nein. Ich hab E gedrückt, bin langsamer. Mano. Kete. Oh, Entschuldigung. Das ist zu witzig. Ich wollte die Kegel. Oh, schön Ult. Wie schmeckt? Und dann bin ich schon wieder tot. War ein bisschen tot. Ja. Timo tot. Aber 27 zu 12, das sagt ja auch alles, ne? Hilfe!
dieses Raustappen, wie oft passiert das denn bei dir? Bei mir passiert das alle Stunde vielleicht mal, aber du bist hier. Weiß auch nicht. Mit 60 pro Minute dabei. Ey, nee. Ja, diesen Mode normalerweise nicht, aber Spark hat zu wenig Zeit für einen Murmel. Zeit. No. Stand with Brom. Jetzt sind sie auch wieder zu fünft. Jetzt kommt er vorbei. Schön zum. Los! Ja. Macht langsam, wir haben noch 9 Minuten. Und jetzt ja, clean up. Wir müssen 9 Minuten davor stehen. Na ja, gut. Clean up, Brom. Nein. Bam. Trifft das sie? Outplayed. Au. Same. Nein. Bling, 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 bling. Nee, nicht in Töten. Ich kann ja einfach nichts mehr wirklich. Genau. Ehrenlos. Lass doch ein neues anfangen und dann Offstream beenden. Yeah. Könnten wir machen, aber wir müssen auch noch arbeiten. Das ist die eine Sache. Können eigentlich den ganzen Tag hier sitzen, wäre schön. Gebe ich zu. Aber es ist hier gerade noch Arbeitszeit. Das resettet sich dann nicht. Schon feiern, würde ich sagen, go for it, aber so. Warum kaufe ich ein Solaris? I don't know. Ach, okay. Ich mach kein Damage. Bup. Noch mehr. Komm, 1 gegen 1 ohne treten. Achso, der finished. Gut. Wie schon das Klicken aufgehört hat im Hintergrund. Ich war ganz verwirrt. Der Feed okay. Hat wieder zugeschlagen. Mhm. So. Ja, wir können ein bisschen quatschen, so 7 Minuten oder irgendein. Das kann man auch machen in 7 Minuten in LoL. Ich wüsste gerade nicht so viel. Ja, 2 gegen 2 geht auch nicht, wir sind 5. Ja, wie hat es euch gefallen? Hättet ihr Bock nochmal auf so eine Session? Ach, ich finde das witzig, aber ich habe das Gefühl, dass mein Skill-Level halt so weit zurück ist und ich halt überhaupt gar keine, also ich müsste auch total viel lernen. Ich muss ja richtig verstehen, wie die ganzen Helden hier funktionieren. Wie viele Helden gibt es inzwischen? 135 oder so. Okay, ja, ich kenne vielleicht 30. Gott, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo es mehr LoL-Champions als Pokémon gibt, haben wir ein arges Problem. Ja, definitiv. Krass. Aber kann ich schon verstehen, das ist ein sehr anfängerunfreundliches Spiel, man muss sehr viel lernen, immer am Ball bleiben, damit man auch wirklich weiß, was abgeht. Ja. Ja. Aber wenn man drin ist, dann ist es schon ganz geil. Das ist ein gutes Spiel. Wenn man die salzige Community weglässt. Zum Teil. Es sind viele coole Boys dabei, aber manche sind. Ja. I don't want to talk about that. Über die Community möchte ich auch nicht reden. Mir hat mich zu viel Nerven. Ja, ansonsten nächste Woche wollen wir noch probieren, Manny und ich zusammen einfach bloß mal ein bisschen Duo zu spielen im Hangi. Vielleicht kommt das auch gut an. Ist halt immer ein bisschen doof ohne Kommentator, dass man nicht so gut quatschen und zocken gleichzeitig kann. Dass man da vielleicht ein bisschen angeht, weniger mit dem Chat zu hintergehen, sondern bloß in Pausen, also zwischen den Spielen. Ja. Alles tricky. Vielleicht habe ich Zeit, sonst komme ich nochmal als Kommentator dazu. Oder so. Oder so, ja. Muss mal gucken, aber ich muss mal mit Christopher sprechen. Ich bin in letzter Zeit in zu vielen Sendungen. Es waren gar nicht so viele, aber das wirkt dann immer so, wenn es 3 Tage hintereinander ist. Doch! Ja, ansonsten gerne im Chat oder in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ganze fandet, was ihr an Verbesserungsvorschlägen habt. Eine andere Option wäre es ein bisschen wie bei Pro Clubs zu handhaben, dass wir uns hier aus dem Team zu 2 zusammenfinden, immer mal abwechseln und dann mit euch draußen auffüllen. Haben sich auch schon einige für gemeldet, die da ganz gerne mitspielen wollen. Und dann da so ein bisschen. Pladin to Mardin oder so. Nee, mit ja, Pladin. Doch, nee. Nenne es so. Zu Pladin mit Mardin, so rum. Ja. Mardin zu Pladin, finde ich gut. Ja. Ja. Ja, ein Coaching mit Finn Lagia, genau. Fürs Rank, für Jungle zumindest. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Das können wir auch für ein Coaching als ADC bereit. Bereit, ja. Du coach Leute oder? Natürlich. Lieber hab noch gerade gesehen. Nee, ich habe ganz oft einfach, weiß ich nicht, was ich jetzt tun soll. Bin dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Midlane ist ein Teamfight. Ich bin aber auf der Botlane und farme, weil ich das einfach nicht mitbekomme oder gerade das nicht vorhersehen kann, dass das eventuell passiert. Ja.
Ja, das ist auch alles Spielerfahrung, die man braucht. Ja. Muss man halt spielen, das Spiel, damit man gut drin wird. Guckt die jemand von eigentlich euch auch E-Sport, also League of Legends E-Sport? Ja, ich bin mit dabei. So also, ein weil ich, also ich habe eine längere Zeit viel geguckt, jetzt gucke ich immer so ein bisschen sporadisch. Aber da lernt man natürlich auch viel. Also einfach auch durch die Kommentatoren und weil du halt, es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Spielverhalten, was die haben, als in den Kreisen, wo man sich selbst bewegt. Ja, Solo-Queue ist noch was anderes als Team. Ja, klar, aber du kriegst halt schon mal so ein Grundverständnis davon, okay, wann muss ich irgendwie wo sein und worauf muss ich achten und auch das Wichtigste ist ja eigentlich darauf zu achten, okay, wo sind gerade andere Gegner, andere Champs auf der Map und wann will ich eigentlich reingehen in einen Teamfight und wann ziehe ich mich eher zurück, das sind ja die wichtigen Entscheidungen. Wann will ich kämpfen so und wann sehe ich, dass eine Überzahl vorhanden ist oder nicht und auch darauf zu achten, wo waren die Champs gerade vorher und werde ich vielleicht geflankt und so weiter und so fort. Da muss man halt ein Auge drauf haben. Und das kommt halt, wenn man länger gespielt hat. Ja. Das gleiche mit Power Spikes, wann ein Champion wirklich stark ist, wenn du damit fighten möchtest oder einfach bis Minute 30 auf der Botlane sitzen möchtest und fahren möchtest. Ja. Also, was kommt mit der Zeit? Ich übe. Zum Beispiel Kaiser. Guck mal. Ja, ich übe. Ganz fleißig. Der Call-Up mit Summon is in. Ja, finde ich auch gut. So ein Coaching von denen. Ja. So ein Solar-Coaching. Bringt Maxim zu RBTV. Wäre schön. Ja, egal. Ja, was haben wir noch so im Channel? Zurückziehen, alle paar Sekunden einfach auf die Map gucken. Ja, genau. Map-Awareness ist auch ein bisschen Erfahrungssache, weil man überhaupt darauf sich konzentrieren kann, auf die Map zu gucken, weil man gerade am Anfang noch die Mechanics auch von Champions erstmal lernen muss. Da hat man wenig Zeit, auch noch auf die Karte zu gucken, wenn man erstmal noch überfordert mit dem Champion ist. Darum auch die Empfehlung immer am Anfang, gerade wenn man neu anfängt, immer so ein, zwei Champions sich raussuchen, die Spaß machen, die einem gut gefallen. Und einfach 500 Games damit durchballern, dann lernt man das Spiel erst richtig. Hm. 500 Games direkt. Durchgehen. Ohne Pause. Wie hab ich eigentlich jetzt? Wo kann man es nochmal sehen beim Profil, wie viele Spiele man hat? Ich frage mich, ob es so eine Freibad-Saison geben wird. Das ist die wichtige Frage. Man kann das auch irgendwo sehen, wie viele Spiele man gespielt hat, oder? Man konnte es früher, da gab es dann diese komischen Medaillen oder Abzeichen, was das waren dafür, wie hobbylos man zum Teil ist. Guck mal, ich bin Level. Nicht. Welches Level bist du? 57. Welches Level bist du? Mit meinem Main 130 Grad mal. Das war dein Smurf? Was? Ich bin Level. Ich habe nicht so viele Champions hier. Wie kann man das denn sehen, Mann? Also, wenn da du das Spiel beendet hast, siehst du auf jeden Fall. Ja, stimmt, dann wird das oben mit. Kann man das? Ich will sehen, wie viele Spiele ich habe. Die guten Free-Features, die hat Riot aus dem Client entfernt und dann bringen sie sie jetzt wieder rein, aber du musst dafür Geld bezahlen. Ja, geil. Ja. Das ist so geil, einfach Stats zu verkaufen, seine eigenen Stats einsehen zu können, muss man sich kaufen. Was ist das? Naja. Hä? Aber da wird ja schon gut gerantet. Da halte ich mich jetzt mal raus. Gucken. Ich weiß es nicht. Auf meinem Main in Dota habe ich 1441 Games. Ich glaube, ich habe allein auf meinem Main 1441. Du spielst nur MOBA. Hm? Du spielst nur MOBA. Nö, MOBA und Dark Souls. Reicht fürs Leben. Also ich hatte auf jeden Fall mal irgendwann geguckt, da hatte ich auch irgendwie 1600 Games oder so. Krass. Ich hatte früher sehr viel Zeit. Studium, ne? Mhm. Ja, Schule, perfekte Schule, Zeit. Studium so und das war schon abgefahren viel, was ich da gezockt habe. Das war schon nicht mehr normal. Ja, ist aber auch ein schönes Game zum sich drin verlieren. So eine Runde dauert halt auch mal so 30, 40 Minuten, kriegst du gar nicht mit beim Zocken. Ja. Und schon ist es auf einmal 4 Uhr morgens. Ja. Und du musst um 6 aufstehen. Mhm. Da fällt halt die erste Vorlesung mal aus. Hat Chiara Bock auf das Game? I don't think so. Nee. Oh, ich habe Emote-Loot. Emote. 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 Sollen wir gleich öffnen? Guck mal. Oben rechts beim Namen. Was da? Champion Master. What the Brad? Ich hab's verpasst. Okay. Das ist fein. Das ist okay. Ja, nur ein bisschen Pack-Opening. Ja. Pack-Opening, ja. Ich hab nichts. Ah. Ich hab auch nichts mehr. Nee, ein bisschen enttäuschend jetzt, das Pack-Opening. Ich hab auch nichts. Pack-Opening auch ohne Packs. Aber mit Twitch Prime kriegt man ja noch ein paar Packs dazu. Ja, das stimmt. Ja. Da habe ich neulich Odyssey Kane raus. Nice. Lecker.
So, jetzt haben wir noch 8 Sekunden, bis die schöne Show hier vorbei ist. 5! Da bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne Feedback da im Forum. Ich glaube, das heißt League of Legends mit Martin oder so. Kann man ein bisschen umbenennen. Ist ja nicht ganz treffend. Oder halt in den Kommentaren. Ja, war schon einmal eifrig. War schon hauptsächlich mit dir. Das stimmt schon. Okay, bis dahin. Man sieht sich. Schöne Woche noch. Habt Spaß. Seid nicht so viel rum. Ciao, ciao. 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 Tschüss.